So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen Evacuation für euch. Hallo. Marcel hat es vorbereitet, Regeln schon ein, zwei Mal gelesen. Wird das jetzt gleich erklären mit einer sehr guten deutschen Spielerhilfe, wer immer die gemacht hat. Vielen Dank dafür. Auf Boardgame Geek zu finden. Eine schöne deutsche Spielerhilfe. Vielen Dank dem Macher. Und der hat sogar schon mal überarbeitet. Mhm. Wirklich, wirklich nett. Daran habe ich mich orientiert. Und dann gibt es mittlerweile auch Let's Plays auf Englisch. Wir versuchen das jetzt hier, ich glaube, das erste Mal auf Deutsch so ein bisschen nachzustellen. Mhm. Von dem großen Suchi von der Messe. War ja eines der Hype-Spiele, wir gucken mal. Und natürlich jetzt eine Erstpartie, wo wir auch noch am Lernen sind. Das heißt, wir streamen das, sollten wir das Spiel nochmal spielen mit einer Partie, wo es dann noch besser sitzt, wird das Ding hier verschwinden. Aber ansonsten guckt einfach in die Kommentare. Irgendwelche Fehler oder so werden dann da auf jeden Fall angemerkt werden. Aber ich denke, ihr werdet auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck davon bekommen, wie das Spiel so funktioniert. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Seht uns Fehler nach, bitte. Ansonsten ist es das Platz 1 gemessen an den Daumen auf Boardgame Geek in der Preview-Liste. Ja, hat es am Morgen keines noch geholt? Ich habe jetzt geguckt, also okay. Zumindest jetzt habe ich gestern oder sowas nochmal nachgeschaut, ob mich da meine Erinnerung trübte, aber nein. Die Leute lieben ja auch Ehrensuche. Ja, so was früher der Feld immer, war. Was früher der Feld war. Oder auch der Lacerda. Dieses Jahr kam ja kein Lacerda. Ja. Da hat natürlich der. Gab es dieses Jahr ein Feld? Ja, ganz viele Stadt. Ja, natürlich. Es gibt, glaube ich, kein Jahr mehr ohne. Gab es eigentlich? Doch. Irgendwas Cusco. Aus der Stadt Cusco und so, aber es sind ja keine Neuheiten. Von daher. Okay, ja. Und es war halt, das bei Deep Print wurde ja angekündigt als Demo. Civolution. Ah ja, okay, alles klar. Ja, also jedenfalls das vermeintlich heiße Spiel. Ich habe es mir angeguckt, es ist doch von der Komplexität sehr, sehr hoch. Dementsprechend muss ich mich ein bisschen an dieser schönen Spielerhilfe orientieren, um euch das versuchsweise nochmal beizubringen. Ich habe das noch nicht gespielt, es hat einen Solo-Modus, es hat Module und das lassen wir alles aus. Ja, also ich erkläre den Solo-Modus nicht, ich erkläre die Module nicht, weil wir die alle weglassen. Und wir spielen zwei Arten, gibt es, wie man das spielen kann, unterscheidet sich nicht so dramatisch. Die eine Art ist, wir spielen auf Punkte und haben sicher garantiert 4 Jahre. Vielleicht ist das für den einen oder anderen Planungsstrategiefuchs die bevorzugte Methode. Wir spielen jetzt die Methode, dass man, sobald man den Umzug von dem einen auf den anderen Planeten vollendet hat und seine Produktion entsprechend hochgefahren hat, das Spiel auch enden kann. Das ist die Methode, die auch vermeintlich propagiert wird oder als erstes erklärt wird. Die stellt die Methode der Wahl dar oder die Spielart der Wahl. Mhm. Technische Probleme? Nein, alles gut. Okay. Wir haben hier unsere zentrale Spielerauslage, zentrales Board. Darauf sieht man auch die Situation, die wir haben. Wir haben die alte Welt. Das ist offensichtlich, wird die gerade von der Sonne zerbrutzelt oder ich weiß nicht, darauf wird nicht, glaube ich, genau eingegangen. Könnte auch sein, dass halt, ja genau, dass wir daran schuld sind, dass wir diese Welt also verlassen müssen. Und dies müssen wir binnen 4 oder sollten es irgendwie in einer Zeit von ungefähr 4 Runden schaffen oder geschafft haben oder noch schneller schaffen. Keine Ahnung, ob dann das Spiel mechanisch auch noch früher schaffen könnte. Und dann ziehen wir hier auf eine idealisierte neue Welt um. Ich will damit kaputt machen. Wir probieren unsere Bevölkerung mitzunehmen, unsere Produktion mitzunehmen, unsere Gebäude mitzunehmen und so weiter. Auf dem Weg werden wir Technologien entwickeln auf unseren Playerboards. Und wer als erster diesen Umzug geschafft hat, hat tendenziell gewonnen, beziehungsweise gibt es noch eine Abrechnung, oder nach 4 Jahren, wer die meisten Punkte gemacht hat. Generell ist es ein Spiel, bei dem wir so ein bisschen Aktionen triggern. Jeder hat normalerweise hier auch, wir spielen das Modul jetzt nicht, jeder hat hier Karten vor sich, eine beliebige Anzahl, die haben auch eine Rückseite, die Rückseite spielen wir nicht, wir spielen nur die Karten als eine Karte gespielt. Wir nutzen also die simplere Variante. Ach, wir machen und dabei... So. Dabei spielen wir, ja genau. Und dabei nutzen wir diese Karten also als Worker, weil sonst wird das, glaube ich, fürs erste Spiel sondern zu viel, wenn wir auch noch versuchen, die Karteneffekte gewinnbringend einzunutzen. Jeder ist auch gleichzeitig eine Fraktion auf den beiden Planeten, die umziehen möchte. Man probiert so schnell wie möglich seine eigenen Chips, seine Teile, dazu kommen wir noch, umzuziehen und hat dazu auf seinem Playerboard, ich kann das bei Ben mal zeigen, hier auch eine Seite für die alte Welt und eine Seite für die neue Welt. Wichtig bei diesem Spiel, dass man die Ressourcen und alles, was auf der alten Welt und neuen Welt sich befindet, getrennt betrachtet. Es gibt nur selten die Möglichkeit, dass man etwas wahlweise von rechts oder links nehmen kann. Meistens ist es so, dass das halt von einer Seite der Welt immer genommen werden muss und man nicht so einfach von rechts nach links oder links nach rechts transferieren kann. Die sind ja vermutlich auch ganz schön weit voneinander weg. Die sind vermutlich auch ganz schön weit voneinander weg und müssen mit Raumschiffen auch transportiert werden, die Sachen. Das heißt, da hat man dann auch die...
dass man die Raumschiffe nimmt und dann von A nach B oder von B nach A wieder zurückfliegt. So ein Raumschiff braucht auch immer ein ganzes Jahr oder eine Spielerrunde. Das wird also am Ende der Runde beladen und dann transportiert das. Das ist ja eher nach so einem Generationenprojekt. Das ist ein Generationenprojekt, das denke ich auch. So ein Umzug irgendwie mit allem, mit Mann und Maus. Ja, das hört sich schon danach an. Okay. Wahrscheinlich die Ratten und Schaben auf jeden Fall. Ganz genau. So, das Hauptboard, die runden Teile, die man jetzt hier vor sich hat, das sind die Teile, die auf dem Kontinenten sind. Die können wir mal aufbauen. Dazu nimmt sich jeder so ein Käsekästchen hier. Natürlich. Vielleicht nimmst du dieses, ich dieses und das Ben du dieses. Da baut man hier diese Teile um. Da kann man nicht viel mit anfangen. Genauso wie sie drauf sind, ganz genau. Die hier werden formal, die restlichen, werden formal gemischt. Wie sie drauf sind? Nee, die werden nicht formal gemischt. Die werden, glaube ich, auch so raufgepackt. Man sieht es ja schon, wo was hinkommt. Das ist das, was man umziehen möchte. Und die beiden anderen? Die packst du hier hin. Spannend. Ja. Ich drehe es mal auf den Kopf, damit die Zuschauer getriggert sind. So. Wenn man das dann hier anschließend einsetzt, kann man es einsetzen, wo man möchte. Also hier gibt es zwar noch so eine Zuordnung entsprechend der Spielerfarbe. Hier gibt es sie dann nicht mehr. Hier kann man einfach da platzieren, wo man es denn platzieren möchte und platzieren kann, weil man auch so ein bisschen sich weiterentwickelt. Am Anfang kann man eher so in die Tundra platzieren, dann nachher auch in die Ebene, dann in die Wälder und zum Schluss kann man auch den Ozean besiedeln, der neuen Welt. Ja. Okay, dann den Spielablauf. Die erste Phase ist das Einkommen. Jeder Spieler produziert auf beiden Welten. In der alten Welt, also es gibt drei verschiedene Arten von Ressourcen, so gesehen erst einmal. Es gibt Schwarz, Orange und Grün. Diese Ressourcen haben auch einen Namen, nämlich Orange ist Energie, Stahl ist Schwarz oder Grau und die Nahrung ist Grün. Man hat ja schon mal so eine gewisse Anzahl. Die dicken Cubes zählen dabei 3, die schmalen Cubes zählen 1. Also es ist sozusagen nur eine Ressourcenwährung, die wir haben. Wie produziert man in der Phase? Es produzieren die Welten getrennt. Wichtig ist, man soll ja immer die Ressourcen der Welten getrennt halten. Das heißt, die Welten in der alten Welt produzieren jetzt, und da muss man dann einmal einfach gucken, wie viel die Summe ist, von allem produzieren die Anzahl von grünen Ressourcen, also von den Ressourcen, die man hier so sieht. Ne? Das heißt also, ich würde jetzt 1, 2, 3, 4, 5 grüne produzieren. Und natürlich 1, 2, 3, 4, 5 schwarze und erstaunlicherweise auch 5 orangene. Die platziere ich hier auf meine alte Welt. Es gibt da grün und orange? Ja. Siehst du hier, kannst du die unterscheiden. Ja, aber die haben Punkte und Striche. Das ja, genau. Farbenblindenfreundlich, schön. Ja, wobei halt die Cubes dann trotzdem natürlich zu unterscheiden sind. Ne? Sind also, die gehen aber eher zu unterscheiden als die Geschichten. Okay. Also du produzierst jedenfalls alle, ne, wenn du jetzt hier Plättchen runtergenommen hättest, dann würdest du auch weniger produzieren. Mhm. Das wäre darauf hingewiesen, dass bei dir zwei falsch liegen. Ja, das sind wahrscheinlich die grünen und die roten, ja. Oh, Dankeschön, lieber Chat. Check. Ja, ja, die anderen passen alle. Nur die. Ja, achso, hier haben wir auch noch Produktion. Mhm. Zählt dieses quadratische Gebäude, zählt das mit zur Produktion, wenn der Chat mir gerade helfen kann? Weiß ich jetzt nämlich nicht mehr ganz genau auswendig, ob die Produktion da mitgetriggert wird. Also, diese hier zählen auf jeden Fall zur Produktion. Also die Runden sind. Die Runden zählen auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob die quadratischen zählen. Also die Häuschen. Genau. Die Häuschen sind die Produktionsgebäude eigentlich. Normalerweise müssten die auch mitzählen, aber es kann sein, dass nur die Runden zählen. Wir werden es nicht rausfinden. Einkommen, im Zweifel steht das ja auch im Rulebook natürlich drin, in Income. Example Year 1-7. Man produziert 7, also kann man mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, die orangen, die quadratischen. Also man zählt einfach die Farben. Man zählt halt einfach Farben, ja, sehr richtig. Gut, in der neuen Welt ist es so, dass wir auch produzieren und da haben wir aber hier so Produktionsmarker. Und je nachdem, wo die halt liegen. Ja, am Anfang haben wir noch gar nichts. Am Anfang haben wir noch gar nichts. Produzieren wir also in der neuen Welt entsprechend die Anzahl von Ressourcen. Mhm. Tendenziell werden wir wollen, vor allem für das Scoring am Ende des Spiels, dass die Ressourcenmarker alle sehr weit oben liegen, natürlich, aber alle ungefähr gleichmäßig sind. Das gibt am Ende halt ein hohes Scoring, weil
derjenige, wenn wir in diesem Race-Mode, in dem wir uns befinden, derjenige Ressourcenmarker, der am tiefsten ist, gibt unsere Punkte in Bezug auf die Ressourcenanzahl. Das ist ja wie Wunder der Welt. Das ist ja wie bei Knizia. Es tut mir leid, ich glaube, mir fällt gerade nichts ein, aber es gibt da etliche Spiele, die das so in der Art benutzen. Okay, die Bevölkerung verbraucht anschließend Nahrung, ja, also das Rosenberg-Prinzip. Hier sehen wir, wie viel Nahrung die Bevölkerung verbraucht, und zwar in der neuen Welt, und in der alten Welt. Im ersten Jahr haben wir also steif die Notwendigkeit, dass wir 5 Nahrung in der alten Welt verbrauchen und 0 Nahrung in der zweiten Welt. Das ändert sich im Laufe der Zeit, und zwar völlig steif, egal wie viel wir Bevölkerung umsiedeln oder nicht umsiedeln oder sowas in der Art. Diese Nahrung wird halt abgefragt und befindet sich als nächstes in der, auch bei Inkommen schon, in der Phase, müssen wir das ausgeben und bezahlen. Ja? Wer das nicht kann, bekommt einen bösen Marker. Die bösen Marker sind diese gelben, die haben nämlich eine böse Rückseite, und die Rückseite negiert uns dann einen Punkt. Für jedes, was wir nicht bezahlen können, also ein Minuspunkt. Das ist übel, weil es nicht so viele Punkte gibt. Also schon in der ersten Phase passiert das? Check, ja. Mhm. Das heißt also, wir produzieren, und dann werden uns gleichzeitig von den 5 Nahrung, ne, werden gleichzeitig die weggenommen wieder. Dann haben wir nur noch 2. Dann haben wir nur noch 2, genau. Faszinierend. Ja, dann kommt, genau, und in der Wichtigkeit, ne, dass man sich auch orientiert, es wird immer weniger hier und immer mehr hier. Mhm. Ja, einfach, aber das ist halt eine steife Struktur, unabhängig davon, wie viel man umsiedelt. Das ist ja wie Agricola. Dann gibt es auch Notwendigkeiten in der neuen Welt, dass man Stadien, ich kann euch nicht das Konzept erklären, irgendwie will die Bevölkerung jedenfalls in der Zukunft offensichtlich Stadien haben. Und deswegen, Rot und Spiegel. Deswegen braucht jeder Stadien. Stadien sind super cool, sind auch einer der Siegpunktbedingungen. Es reicht nicht, dass man umzieht, sondern man muss auch in der neuen Welt 3 Stadien haben, um richtig cool zu sein und um das Spielende einleiten zu können. Okay. Man sieht hier eine Notwendigkeit, auch in dieser Phase, dass man Stadien vorrätig haben muss. In der ersten Runde 0 Stadien, das heißt also alles easy. In der zweiten Runde 0 Stadien, aber in der dritten Runde will die Bevölkerung in der neuen Welt auch ein Stadion haben, und dann wird das natürlich hinten raus mehr. Mhm. Dementsprechend, wenn man hier keine Stadien hat, wieder Minuspunkte, als wenn einem Nahrung fehlen würde. Das ist auch im Check, ganz am Anfang. Genau, das ist der Check. Ja, so gesehen, ja. Jede nicht abgebare Ressource oder jedes fehlende Stadium gibt einem also einen Minuspunkt. Das will man vermeiden, das ist übel. Wir haben ein Stadium, allerdings befindet es sich derzeit in der neuen, in der alten Welt. Kann das aber ein Stadion? Das ist ein Stadion. Das ist ein Brettspiel. Das ist ein Stadion. Nein, das ist die Messe. Ich weiß nicht ganz genau, was das für ein Stadion ist. Aber, hier, aber sie liegt auf der Erdseite. Sie liegt auf der, genau, bei dir. Wichtig, du hast eine anders symmetrische Seite, weil du halt die gelbe Welt links hast, damit dein Board passt. Einfach damit es schöner ist und damit du mit den Ressourcen nicht so durcheinander kommst. Ben und ich, wir haben uns die andere Seite genommen. Ist grafisch eigentlich relativ schön, dass man also auch sich gegenüber sitzen kann und nicht dann umdenken muss. Mhm. Gut, hier haben wir neue Stadien. Ne? Ihr könnt euch denken, da kommen also noch neue Stadien ins Spiel. So, dann kommen die Aktionen in Spielerreihenfolge. Die Spielerreihenfolge ist hier vorgegeben. Es gibt keine Kompensation. Da habe ich auch lange gewühlt, aber es steht auch nochmal in dieser schönen deutschen Übersicht. Es gibt keine Kompensation dafür, dass man der letzte Spieler ist. Also das erste Spieler ist ein schlecht. Ja, weiß ich nicht genau. Also spielen ja schon alle gleich oft und sowas alles. Man hat nicht wirklich einen Riesennachteil. Aber es ist schon, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man erster ist. Genau, in Spielerreihenfolge hat jeweils jeder eine Aktion, bis man passt. Also 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 und dann irgendwann fängt einer an, ich passe, dann ist er komplett aus der Runde. Was macht man? Normalerweise hat man hier auch noch die Aktionskarten, vielleicht auf dieser Seite, das nutzen wir jetzt nicht, wird auch, glaube ich, nicht empfohlen. Wir nehmen einfach diese Karten auf der Seite. Davon hat man tendenziell beliebig viele, kann man sich auch noch mehr nehmen, das wird aber nicht notwendig sein. Und dann hat man hier unten sein Spielerboard. Was man macht ist, man sagt, okay, ich möchte weitermachen. Man nimmt also eine seiner Aktionskarten und legt sie auf die Position 4, 3, 2 oder 1. Ja, und bei dir entsprechend analog. Und gleichzeitig schiebt man den Marker ein nach vorne, um zu sagen, okay, diese Aktion habe ich jetzt sozusagen getriggert. Und anschließend kann man von den oberen beiden Sachen eines, oder von denen, wenn es mehrere sind, halt, eines sich auswählen. Mhm. Ja? Die Aktionen haben eine gewisse Wertigkeit. Das heißt, die Sachen, die eine niedrige Zahl haben, sind tendenziell etwas wertvoller, geben einem aber dann die niedrigere Zahl, wofür die gut ist, erfahren wir noch. Und die höhere Zahl sind dann halt etwas wertarmer, haben aber dafür eine schöne hohe Zahl. Unter Umständen möchte man die halt haben. Man kann da auch mehrere Karten hinspielen. Also Ben könnte jetzt in dieser Runde sagen, ich nutze die Aktion, ne, spiele die Karte, gehe mit dem nach vorne. In der nächsten Runde mache ich es trotzdem nochmal dasselbe. Okay. Ja, können also auch mehrere Karten hin und so weiter. Geben nicht die Kosten an, sondern man spielt einfach immer die Zahlen. Die Zahlen geben was anderes an. Okay. Ja.
Genau, so kommt es, dass man halt, ist der grundsätzliche Flow erst einmal generell. Wichtig ist, wenn man hier irgendwann anstößt, ihr seht das hier, ja, schon bei der zweiten, ab der zweiten Aktion muss man für die dritte Aktion, oha, eine Energie bezahlen. Steht unten drunter. Mhm. Und dementsprechend werden die Aktionen weiterzumachen, nicht zu passen, wird immer teurer. Ja? Mhm. Die Energie muss man bezahlen und zwar, ich meine von beiden, das müsste ich aber noch einmal nachgucken. Wir haben ja gesagt, das ist eines der wenigen Sachen, wo man die Energie von links oder rechts nutzen muss. Muss das Stadion zu Beginn der dritten Runde in der neuen Welt haben. Ja, genau. Ja, nicht das Stadion, aber irgendwelche Stadien. Steht hier nur, ich gebe nur wieder auf den Schiff. Nee, also ich glaube, es ist nicht wichtig, ob es das Stadion sein muss, aber man wird tendenziell das Stadion schon transportiert haben, weil es halt was bringt. Pay One Energy. Ach so, wo die bezahlt wird, genau, von wo man die Energie bezahlt, das hängt auch noch hiervon ab. Je nachdem, wann man mit seinem Marker drüber ist. Das heißt, diese Energie zum Fortlaufen hier, ja, ist alles ein bisschen kleinteilig gerade eben. Man muss dann halt gucken, in welcher Phase oder ob man hier so einen Marker drüber gezogen hat. Ja, wenn da beide Marker drüber gezogen sind, dann triggert das hier. Und dann sieht man, dass man, wenn man mit beiden Markern drüber ist, gibt es den Moment, wo man die Energie von beiden Planeten nehmen kann oder am Ende nur von einem Planeten, um diese Energie für das Vorwärtsziehen hier zu bezahlen. Alles klar. Ist kleinteilig. Ja, aber hier, das ändert sich so ein bisschen. Man sieht es doch. Ja. Gut. Genau, wenn man die Energie nicht zahlen kann, kann man halt diese nächste Aktion nicht mehr triggern. Ja. Jawohl, ab der vierten Karte unter der gleichen Gruppe. Achso, irgendwo müsste das noch stehen, wenn man die vierte Karte unter der gleichen Gruppe spielt. Genau, hier auf der Seite, auch ganz kleinteilig. Dann muss man noch eine Energie mehr zahlen. Mhm. Ja, also wenn man vier Karten in dieselbe Gruppe spielt, dann kostet auch noch jede weitere Karte eine Energie zusätzlich. Gut, dann die Aktion generell. Das erste ist, wir fangen mal ganz links an. Ganz rechts. Level 1 Aktion ist erst einmal, dieses Zeichen hier bedeutet, nimm dir eine beliebige Ressource. Also nimmst du dir eine beliebige Ressource. Ich einfach hier eins vor. Und das ist die Produktion. Ah. Ressourcen sind die Cubes. Ah, die Cubes. Und die Cubes legst du dann auf die neue oder die alte Welt. Nimm dir eine beliebige Ressource, ist eines dieser Sachen, wo du es dir aussuchen kannst, auf welche Welt du die spielst. Wo legst du das hin? Auf so ein Gebäude oder? Du legst es auf hier oder hier hin. Da, nicht auf die Welt, sondern hier auf mein Board. Okay. Genau. Die Ressourcen, Entschuldigung, alles was in der alten und neuen Welt, deswegen ist das hier in der alten Welt. Mhm. Ja, und das hier ist in der neuen Welt, würdest du dann so auf deinem Board sammeln oder entlang deines Boards. Hauptsache, man kann es unterscheiden. Mhm. Gut, genau, dann kannst du das machen, nimmst dir eine beliebige Ressource, dann hast du die Infrastruktur. Das ist dieses Symbol. Die beiden Gebäude. Genau. Da kannst du mit jeder Aktion, die du jetzt hast, du hast zwei Infrastrukturaktionen, kannst du eine Karte nehmen oder aber eine Karte auslegen, die du bereits auf der Hand hast und genommen hast. Da stehen dir diese Karten zur Verfügung. Genau. Oben links haben die Kosten. Mhm. Die Kosten musst du dann auch bezahlen. Und dann legst du diese Infrastruktur, ich glaube, ganz allgemein unten hin. Die ist immer dir zur Verfügung, müsste sein. Also die triggert halt eigentlich an sich nichts oder gehört zu keiner Welt, wenn ich das richtig weiß. Hier oben stehen die Kosten nicht dafür aus. Genau, und oben links die Kosten. Und wie gesagt, jede von diesen Aktionen erlaubt es dir, entweder eine Karte zu nehmen oder aber, genau. Und immer wenn du dir eine nimmst, siehst du ja auch, so ein Conveyor Belt, ne, wird dann ergänzt. Die Kosten zahle ich, wenn ich sie nehme, oder wenn ich sie ausspiele? Wenn du sie ausspielst, ja. Wenn Bedingung bereits erfüllt ist, also die haben eine Bedingung, die Bedingung ist links angegeben, immer unten links. Mhm. Und kurz bei welcher Aktion sind wir gerade? Bei der ersten. Die beiden Symbole. Weil ich glaube, die sind, ja. Bei dir ist es anders. Bei dir ist es anders. Und deswegen bin ich immer bei der Aktion Nummer 1. Bei der Aktion 1. Mhm. Ja. Genau, die Kosten, die Bedingung auf der linken Seite und der Effekt auf der rechten Seite. Heißt das, ich muss auf der neuen Welt eins auf dem Ozean und eins im Gebirge oder so haben? Ja, ja genau. Du musst ja eine Produktion musst du in Blau haben. Ja. Ja, hier hat man die Symbole. Ja, genau. Symbole. Und da musst du ein Männchen haben in Weiß. So ist das. Ja, dazu kommen wir noch, was das denn ist. Also das sind Produktionsgebäude und das sind Menschen, diese. Ja. Und dann hast du rechts einen Effekt, was du dann halt kriegst. Das sind meistens dann, ich glaube, das sind Produktionen oder sowas in der Art. Das muss ich mal nachgucken.
beliebige Ressource. Belohnung erhalten. Ausrufezeichen. Achso, Ausrufezeichenkarten. Haben wir jetzt, glaube ich, keine da liegen. Ne? Die gibt es mehrfach, da darfst du aber jeweils nur immer eine von haben. Also, Karten mit gleichem Bild darfst du nur eine bauen. Was heißt dieses X? Der Pfeil? Ja, die sind hier vielleicht alle erklärt. Irgendwo müssen die erklärt sein. Okay. Ja. So, dann das andere ist eine beliebige Ressource nehmen. Und das ist die Matrix für das Forschen, für dieses Tableau hier, diese neuen Karten. Da darfst du, wenn du forschen möchtest, ein Cube nehmen, von unten nach oben, in diesen drei Spalten. Und musst dann den logischerweise hier drauflegen, um zu zeigen, dass du das erforscht hast. Die haben einen dauerhaften oder sofortigen Effekt. Da hat wohl jemand Age of Galaxy gespielt. Wenn sie, ja, wenn sie vollständig erforscht sind. Die ersten Forschungen brauchen ein Cube, wenn du so willst. Die zweiten brauchen zwei Forschungsaktionen, bis sie freigeschaltet werden. Mhm. Und auch wenn alles abgebildet ist, genau, von unten nach oben, das war das Forschen. Was das denn alles kann, da gibt es auch hier noch ein eigenes Tableau. Zum Beispiel... Steht ja auch drauf, ne? Genau, also... Euer Schiff Fly for One Energy. Ja, und was es denn da bringt halt, ist es, ja, kannst du, also siehst du ja im Grunde. Genau, und wenn du hier so eine Aktion machen möchtest, dann musst du erst auf die linke und dann entweder auf beide oder einfach den Cube auf die rechte Seite. Dann hast du diese Forschung freigeschaltet und lässt den Token da entsprechend liegen. So, dann Level 2. Wir fangen an mit dem Siedeln. Die neue Welt hat diese vier Biome. Ne, was ich schon gesagt habe, also Tundra, Steppe, Wald und Wald und Meer. Wasser. Ja. Mhm. Und auf jedem Hex siehst du, was du dort siedeln kannst. Das steht also abgebildet. Ja. Mhm. Und da kann man entweder Fabriken hinstellen oder Bevölkerung. Bevölkerung sind runde Scheiben und Fabriken sind eckige Scheiben. Mhm. Ja. Und du benötigst halt zusätzlich manchmal ein oder zwei Symbole. Die Fabriken baue ich und die Bevölkerung muss ich rüber transferieren. Genau, Fabriken kannst du aber auch transportieren, ah, okay. Weil du hast auch schon Fabriken da auf deinem. Ne? Und Fabriken kannst du sowohl in der alten als auch in der neuen Welt bauen, wobei du Fabriken dann immer, du hast sie sozusagen im Orbit. In dem Moment, wo du hier Fabriken baust oder transportiert hast, sind die erstmal im Orbit und dann würdest du sie in dieser Runde platzieren. Genauso die Bevölkerung. Bevölkerung, die du halt hier rüber transportiert hast, befindet sich auch erstmal immer im Orbit. Okay. Ja? Und dann würdest du sie rüber transportieren, kannst auch Fabriken hier bauen, mit den Ressourcen, die du halt hier zur Verfügung hast unter Umständen. Ne? Die würdest du aber niemals auf einen anderen Planeten wieder hin transportieren, aber du kannst sie dann mit dem Schiff in die neue Welt fliegen. Ja? Bevölkerung würde auch niemals hier liegen. Man sieht auch immer, was wo liegen kann, das ist hier angezeigt. Das heißt, hier kann Bevölkerung, hier können Stadien liegen, oder Stadien noch ganz rechts, oder Fabriken. Ne? Und hier können zum Beispiel Stadien oder Fabriken liegen. Aber keine Bevölkerung, weil die Bevölkerung ist ja noch auf dem Planeten dann. Ja? Die sind dann im Orbit und die würdest du in dem Moment mit diesem Siedeln hier, zack, würdest du sie hinbauen. Unter Umständen brauchst du dafür... Mit dem Planetensymbol. Mit dem Planetensymbol, genau, das ist das. Unter Umständen brauchst du dafür irgendwelche, irgendwelche Icons, die sind hier so angegeben, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier, um die hinbauen zu können. Und die Technologie auch, um da hinbauen zu können. Am Anfang halt nur Tundra. Und diese Icons, das ist ein bisschen strange, die schalten wir hiermit frei. Vor allem, ja, nicht nur, aber hiermit. Und je nachdem, wo dein Marker liegt, ja, es ist ein bisschen kleinteilig, so, hättest du die Icons. Das heißt also, Ben hätte jetzt zum Beispiel diese Icons, ja, dann würde er hier liegen, so. Ja, Ben hätte jetzt diese beiden Icons ja, und ich, oder Vincent hätte dieses. Und wenn der zweite noch draußen liegt, ja, dann kann der auch nochmal irgendwo liegen hier, keine Ahnung. Ja. Und dementsprechend hättest du diese Icons und könntest dann, hättest du... Das heißt, ich bräuchte hier zwei, um zum Beispiel da hinzukommen, ganz genau. Aber der müsste da liegen, weil die immer auf unterschiedlichen Bahnen liegen wahrscheinlich, ne? Nee. Nicht? Nee. Oh, okay. Der erste, ja, der da liegt, und der zweite, kommen wir dann aber auch dazu. Ja. Und der dritte, das ist ein bisschen bescheiden, dieses System, wenn ich, also gefühlt, weil man damit schon sehr früh im Spiel, das werdet ihr dann sehen, voraussehen muss und legen muss, wo man glaubt, dass man in der kommenden Runde bauen wird. Okay. Weil es halt einem dann sehr, sehr einengt. Und hoffen, dass die andere Person... Und hoffen, dass der andere das nicht macht und sowas alles. Also. Und die Person, die vielleicht das dritte aus dem Feld kommt, hat Pech gehabt. Ja, ganz genau.
Der dritte halt diese Linie hier unten noch. So ja. Ungefähr so ein bisschen, ne? Gut. Das ist die hier. Das ist das Siedel. Du würdest dann einfach entweder deine Männchen dahin platzieren. Ja? Du musst ein Feld auch vollständig erfüllen. Ja? Das heißt also hier zum Beispiel müsste ich Fabrik und zwei Männchen bauen. Ja? Zwei Männchen und die Fabrik. Gleichzeitig würde ich dann aber, wenn ich das halt alles gemacht habe oder habe, von meinem Orbit, ja, also von hier nach hier, würde ich dann die Produktion bekommen. Das heißt also hier eine schwarze Ressource, Ressourcenproduktion, und die Männchen arbeiten hier auch in der Bergbauindustrie oder was weiß ich was. Jedenfalls auch noch die zwei weitere graue Produktion nach oben fahren. In der allgemeinen Güterindustrie. Ja, so ungefähr. Genau, also hier Energie, ne, und Nahrung. Logischerweise. Die Männchen sind also in dem Moment, wo man sie hier auf dem Planeten hat, nicht zugeordnet. Aber in dem Moment, wenn man sie hier halt hinlegt, dann sind sie zugeordnet, weil sie halt in der Industrie entsprechend arbeiten. Diese Plättchen hingegen, die sind immer dem zugeordnet, was sie als Farbe anzeigen. Ja? Und die kommen immer aus dem Orbit, gehen immer drauf. Ja? Das ist das Siedeln-Symbol, das ist dieses hier. Dann gibt es, man muss das Biom freigeschaltet haben. Achso, genau, wie man Biome freischaltet. Wir haben ja gesagt am Anfang dieses. Hier siehst du, je nachdem, wo du jetzt mit deinem Satelliten bist, ja, dass du hier auch siehst, das hier zum Beispiel zeigt an, dass du in dem Gebiet hier siedeln darfst. Ja. Das hier zeigt an, dass du auch in dem Waldgebiet siedeln darfst. Wenn du hier mit einem Planeten, achso, hier ist ja auch ein Satellit drüber, ne, weil du hast ja zwei. Wenn du mit einem Satellit drüber bist, darfst du auch hier siedeln. Wenn du mit zwei, mit dem Satelliten hier drüber bist, darfst du auch hier siedeln. Wenn du mit dem Satelliten hier drüber bist, das ist maximal am Ende der Fall, wenn überhaupt, darfst du auch im Wasser siedeln. Was bedeutet das, wenn man mit beiden drüber ist? Wenn man mit beiden drüber ist, dann passieren halt immer diese Sachen. Da würde ich ja gerne erklären, dann, wenn wir so weit. Genau, das sind Soforteffekte dann. Ne, da würdest du diese Marker hier verschieben. Okay. Kommen wir dann auch zu, aber ist eine gute Frage. Ja. Die Satelliten dürfen auch nicht mehr als einen Abstand haben von diesen Spots. Das heißt, du kannst nicht einen nach vorne springen und der andere bleibt ganz hinten, sondern du musst beide so ein bisschen mitziehen. Okay. Kommen wir aber auch noch zu. So, benötigte Felder und Fabriken haben wir gesagt. Bevölkerung anzusiedeln kostet ein Stahl pro Mensch. Deswegen sieht man das auch noch hier abgebildet auf piktografisch da. Mhm. Ja. Ein Stahl pro Mensch, den man abgeben muss, den muss man logischerweise auch in der neuen Welt haben. Mhm. Ja. Mhm. Das Text muss immer komplett besiedelt sein, habe ich schon gesagt. Gegebenenfalls auch mehrere Stufen. Dann haben wir, das nächste ist Raumschiffe bauen. Das ist das nächste Feld hier. Mhm. Da gibt es hier eine schöne Auslage mit Raumschiffen. Was die Raumschiffe kosten, das sieht man natürlich oben links. Ja. Nimmst dir also ein Raumschiff und baust es. Da hast du ein schönes Raumschiff. Die Raumschiffe werden tendenziell immer in die neue, in die alte Welt gebaut erst einmal, weil sie natürlich von der alten in die neue Welt fliegen sollen. Okay. Ja. Ich glaube, du dürftest rein formal aber auch in der neuen Welt bauen, macht aber Spiele mechanisch oder von der Effektivität wahrscheinlich null Sinn. Ja. Du musst die, aber du kannst die auch rüber fliegen, aber es macht trotzdem keinen Sinn. Mhm. Wenn du schon mal die Ressourcen und alles drüben hast, das machst du nicht nochmal. Gut, du kannst aber auch ein Stadion bauen, das ist die nächste Aktion. Und was ein Stadion kostet, steht auch immer oben. Ja. Und ein Stadion kannst du in der alten oder in der neuen Welt kaufen, musst aber die Ressourcen in der alten oder in der neuen Welt haben und bezahlen. Okay. Ja. Stadion kann auch Happy Faces machen. Ja, kommen wir auch noch zu. Das ist wird ja dann irgendwann im Wandel der Zeit. Ja, genau. Kommen wir auch noch zu. So, dann kannst du hier, kommen wir jetzt in die dritte. Ne? Das linke ist Fabriken vorproduzieren. Haben ja gesagt, dass man Fabriken in der alten und in der neuen Welt irgendwie ins Orbit produzieren kann. Und die Fabriken kannst du auch bauen. Und dazu musst du eine Ressource von einer beliebigen Welt zahlen, um sie vorzuproduzieren. Also zum Beispiel eine Energieressource, um eine Energiefabrik dann entsprechend in die neue Welt oder in die alte Welt zu legen, und muss die entsprechende Ressource in der alten oder neuen Welt haben. Du produzierst also eine Fabrik vor und stellst sie ins Orbit. Ist das hier eigentlich eine besonders ungesunde und kranke Farbe? Das ist gelb. Die ist halt also, überwärmt ja. Oder, weiß ich nicht, ausgetrocknet. Gut. Sind alles bestimmt Maisfelder. Level 3, das nächste ist Klonen. Dieses hier. Da gibst du auch eine, wie man drüber sieht, eine Nahrung aus. Ne? Die ausgegebenen Ressourcen immer rot umrandet. Oder umrandet für dich, Ben. Und darfst dann anschließend zwei Klone produzieren. Das machst du tendenziell, oder das darfst du nur in der neuen Welt machen. Ja, du produzierst also aus einer Nahrung einfach zwei Menschen. Und platzierst die in der neuen Welt. Mhm. Ja, hast du zukünftige Siedler, Arbeiter. Die Nahrung gibst du logischerweise aus der neuen Welt aus. Nein, das hier ist die Produktion. Nahrung liegt hier. Mhm. Ja, zu dem Zeitpunkt. Genau, dann haben wir das nächste wären zwei Infrastruktur. Ja.
Der Unterschied ist hier, einmal gibt es natürlich Infrastruktur mit einer zusätzlichen Ressource und hier gibt es Infrastruktur ohne Ressource. Ich sag dir, diese Zahlen spielen auch noch eine Rolle. Ne? Die Aktion ist also dementsprechend schwächer als diese Aktion, aber dafür ist die Zahl geiler als diese Aktion. Okay. Kommen wir aber noch zu, ist aber an sich dieselbe Aktion. Und ihr werdet es nicht geahnt haben, 4 sind die schwächeren Aktionen. Ne? Man sieht auch einmal Forschen. Ja, ist natürlich ungeiler als hier das Forschen, aber dafür ist eine 4 statt eine 1. Und hier haben wir eine Ressource der Wahl und man darf dreimal Ressourcen von links nach rechts, also von alter und neuer Welt, umswitchen. Nee, Entschuldigung, das ist nicht umswitchen, sondern das ist einfach bis zu dreimal tauschen, aber auf einer Seite. Okay. Nicht die Seite wechseln. Mhm. Ja, also das Tauschen auch nur auf einer Seite, aber du bekommst eine kostenlose Ressource, hast dafür aber auch eine 4. Okay, ich dachte mir gerade, dass das dann keine Stufe 4 Aktion gewesen wäre. Ja, genau. Hast du vollkommen recht. So, man darf, wenn man so Kaufaktionen macht, Raumschiff kaufen, Infrastruktur kaufen da hinten, ne, oder nehmen, ne, die kauft man ja erstmal nicht, oder hier eine Stadion kaufen, dann kann man auch abwerfen. Und zwar musst du dafür... Warte mal, für eine beliebige Ressource von einer beliebigen Welt gibst du aus und kannst einmal durchcyceln. Alle. Wenn dir, ja, alle oder mehr oder wenige. Kannst du aus. Die ich will. Die du willst, genau. Falls du jetzt also eine bessere Option haben möchtest, das kannst du innerhalb einer Aktion, in der du das kaufst, noch triggern. Was darf man eine Ressource ausgeben, die Karten durchzunehmen? Genau. Okay. Einer beliebigen Welt. Mhm. Also wenn du halt da blöde Karten findest oder sowas in der Art, dann einmal durchcyceln. Kann ich ja vor meiner Wahl einfach machen. Genau, dann sagst du halt, ja, ich würde zwar nur dir kaufen, aber jetzt, ich will mal gucken, ob hier noch was Geileres kommt. Ja. Und wenn du eh die Ressourcen hast, warum nicht? Ja? Das ist also kein Ressourcenmangelspiel. Ja, wirst du schon. Nein, wahrscheinlich. Du kriegst es am Ende hin wahrscheinlich, dass es so aussieht, als wenn es das nicht wäre. Ja. Okay, genau, dann haben wir entscheiden, ob man eine der drei Karten haben möchte, klar. Infrastruktur ist die Karten umsonst auf die Hand nehmen und sowas, alle ansonsten kaufen. Und je nachdem, wo man kauft, kommt das in eine entsprechende Welt, habe ich auch schon gesagt. Dann Auslage rückt dann nach, ne? Je nachdem, ob man Karten genommen hat oder nicht, würde dann die Auslage nachrücken. Also nicht bei jeder Karte, sondern logischerweise bei dem am Ende der Runde. So, dann kommen wir Phase 3. Das waren jetzt die Aktionen, das war die Hauptphase. Jetzt kommt Phase 3, Transport. Man triggert also den Transport nicht während seiner Phase, sondern in der Runde bis zu 4 Mal. Logischerweise, weil es 4 Runden geben wird, automatisiert. Was passiert beim Transport? Jeder hat ja mittlerweile wahrscheinlich Raumschiffe vor sich liegen. Mhm. Und zwar, wir machen mal die hier weg kurz, nur zur Erklärung, tendenziell in seiner alten Welt. Die hat man sich gekauft, die hat man dahingestellt und dann anschließend können diese Raumschiffe jetzt in die neue Welt starten. Dabei kann man Sachen mitnehmen oder will sie natürlich mitnehmen, was da so ins Raumschiff passt und dementsprechend sind die Raumschiffe alle verschieden, können verschieden coole Sachen mitnehmen und kosten auch unterschiedlich viel Energie, wenn man sie benutzt. Das erste ist, die Raumschiffe haben Evakuierungsbuchten. Das sieht man hier. Mhm. Ja, du siehst, da können 2 runde Token rein und zwar gelb und blau bei dir. Ich weiß nicht, ob du das unterscheiden kannst. Mhm, ja. Und jetzt haben hier unsere Kreise außen teilweise, nicht gelbe, teilweise, blaue gelbe oder blaue oder keine. Mhm. Oder genau. Weiß. Oder weiß, ja genau. Oder weiß. Das wäre dann hier, also grau, schwarz, weiß. Mhm. Wenn du also möchtest, dürftest du jetzt 2 Runde von denen hier abräumen. Mhm. Ja, und dafür dann die entsprechende Ressource, also Menschen oder Baumaterial, die Fabrik mitnehmen und auf das Raumschiff packen. Mhm. Du würdest also das hier abräumen. Mhm. Dadurch kriegst du aber in den kommenden Runden logischerweise weniger Einkommen, ne, auf der neuen Welt, auf der alten Welt. Mhm. Ja. Und dann setzt du die ins Raumschiff. Okay? Wie viele da reinpassen, siehst du da. Und welche du nehmen darfst, siehst du anhand dieser Farben. Mhm. Ja? Genau, Fabrik passt genauso da rein. Und wenn du das machst, dann wird das Plättchen einfach so umgedreht. Zack. Ja? Und du nimmst dir die Fabrik von deinen Fabriken. Mhm. Oder die Männchen nimmst du dir, weil es dann, das sind dann keine zugeordneten, farblich zugeordneten Arbeiter, das sind einfach Arbeiter. Mhm. Ja? Diese hier kannst du nicht evakuieren, die evakuierst du hier rüber. Ja? Mhm. Okay, das ist das Erste, was du machst. Das Zweite, was du machst, ist die Gebäude, du kannst noch Stadien mitnehmen oder, hier siehst du das, Stadien mitnehmen oder Ressourcen mitnehmen oder Fabriken mitnehmen, sonst, die du im Orbit hast. Ja? Die müssen dann im Orbit sein und dann fliegst du die mit. Ja, zum Beispiel das Startstadion kannst du also auch mit rüber transportieren. Ja, das siehst du auf der Seite. Manchmal ist es oder, manchmal ist es und. Und dann kannst du noch Ressourcen mitnehmen
Und die Meeresplättchen, also hatte ich schon gesagt, die hier, die werden so nicht evakuiert. Mhm. Ich glaube, dann habe ich alles dazu erzählt. Genau, und dann schiebst du das Raumschiff von links mit allem, was da so drauf befindet, nach rechts, musst aber das Raumschiff noch mit Energie füttern, logischerweise vom alten Planeten oder von dem Planeten, wo es startet, so gesagt. Du kannst auch Raumschiffe von hier nach dort schicken, wirst du tendenziell nicht beladen, kannst du aber formal machen, vielleicht lohnt es sich manchmal mit Energie zu beladen, ja, um sie dann anschließend in der nächsten Runde da drauf wieder zurückfliegen zu lassen. Mhm, das geht klar, natürlich auch. Du machst aber nur 4 Runden, das heißt also bauen, fliegen erste Runde, rückfliegen zweite Runde, rückfliegen dritte Runde. Also jedes Raumschiff wird tendenziell nur höchstens 2 Runden fliegen. Allermeistens auch nur eine. Mhm. Ja. Aber zum Zurückfliegen brauchen sie nur eine Energie pro Schiff? Zum Zurückfliegen brauchst du eine X-Energie. Oder nee, was steht da? Eins. Das ist ja, dann müsste es, glaube ich, nur eins sein. Weil sie da bergab. Genau, genau. Ja, sie fliegen bergab von der neuen Welt zur alten Welt, geht es bergab. Ne? Die neue Welt ist deutlich leichter. Die ist ja nicht so voll, vielleicht, weil die ist nicht so vollgepackt. Du hast vollkommen recht. Es gibt auch Raumschiffe, die brauchen tendenziell die brauchen nur eine Energie. Weil die Gravitation hier geringer, deswegen ist genau der richtige Planet. Also so ist es, genau, du hast vollkommen recht. Hin, ne, die Einzahl der und zurück eine Energie. Ja, richtig. Okay, die Produktionsmarker bleiben unverändert der neuen Welt, weil zu dem Zeitpunkt, wenn die angekommen sind, ist ja noch, ne, befindet sich erstmal alles im Orbit und muss dann mit der Siedelaktion hier, ne, zum Beispiel runtergepackt werden. Mhm. Okay. Gut, wenn du das Raumschiff bewegt hast, lädst du es aber trotzdem erstmal aus, lädst alles raus, was da drin ist. Du musst aber kein Raumschiff losschicken und musst nicht fliegen und so. Das ist aber eine eigene Aktion. Okay. Dann kommt Turn Order. Da haben wir oben rechts ja die Turn Order. Mhm. Und da wird gezählt, wer wie viele fröhliche Gesichter hat. Der mit den meisten fröhlichen Gesichtern wird einfach Erster. Und, und bei Unentschieden wird geschaltet. Ja, bei Unentschieden wird die vorhandene Reihenfolge geändert. Mhm. Das heißt also, es bleibt eher tendenziell die Änderung anstatt die. Genau, dann haben wir die Fortschrittsleiste. Das ist dann hier Turn Order, genau. Progress. Funktion der Fortschrittsleiste. Ja, vermutlich das. Ja, genau. Und zwar als erstes werden alle Scheiben, die sich auf irgendwelchen Bahnen befinden, die befinden sich ja immerher so auf diesen türkis-grünlichen Bahnen, die werden erstmal alle runtergeschoben. Das heißt also, du wirst hier so, ne, keine Scheiben werden sich hier irgendwo bewegen. Befinden, ganz genau. Dann in der neuen Zugreihenfolge, und deswegen ist es alles brutal wichtig und auch Analysis-Paralysis-mäßig, wird jetzt anschließend addiert, welches Power-Level man hat. Genau, das Power-Level ist die Addition aller Zahlen, die man durch diese Aktion bekommen hat. Mhm. Ja, so um die, keine Ahnung, 7 bis 13, 18, sowas in der Art. Mhm. Ne? So eine typische Anzahl. Und dann musst du alle deine beiden Scheiben, deine Satelliten, so viele Felder in Summe nach vorne bewegen, wie dein Power-Level dir vorgibt. Mhm. Okay. Und zwar exakt. Du darfst nicht weniger. Mhm. Ja. Und auf, wenn du irgendwo hinkommst, wo sich bisher noch keine befindet, keine Kreisscheibe, dann nimmst du das obere. Ich glaube, das obere ist das gelbere. Ich weiß gar nicht genau. Oder musst du das obere nehmen? Warte. Ich hätte gesagt, man kann sich das aussuchen als erst. Ja, das könnte gut sein. Exakt. Auf leeren beliebig viele. Sehr situativ, was gut und was. Gibt die exakte Anzahl. Ziehen müssen auf Felder mit Bonus, da jeweils nur eine Scheibe liegen. Ich glaube, du kannst es dir aussuchen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich vom Chat nochmal berichtigt werden. Also manche sind natürlich besser. Ja, genau. Hier ist es ja, genau, da ist es halt unter Umständen entscheidend. Okay. Genau. Und eine Scheibe darf auch null. Ich kann damit viel rechnen. Eine Scheibe darf auch null Felder ziehen. Mhm. Okay. Und die andere muss so max gehen. Genau. Gut. Das war das mit dem Power Level. Und wichtig ist, die Satelliten dürfen nicht höher als ein Übergang, das sind die Übergänge, voneinander entfernt liegen. Das heißt also, zwischen zwei Satelliten darf maximal nur ein Übergang sein. Wenn der hier ist, darf der andere nicht da sein. Richtig. Ja. Und sobald du den Übergang überquerst, also passiert nur ein dann, Übergang. Das ginge theoretisch, dass die eigentlich. Ja, genau. Von da bis da. Aber Ben hat bis hier gezeigt, das stimmt. Das okay. Geht nicht. Ja. Das nächste ist, dass das passiert, was der Übergang anzeigt. Das heißt also hier, wenn du mit einem Satelliten hier drüber gehst, dann wird einer dieser Tokens umgedreht. Ja. Und hier, wenn zwei drüber gehen, dann wird der zweite Token umgedreht. Dann produzierst du in der alten Welt echt nicht mehr so viel. Ja. Dafür aber hier werden in der neuen Welt dann die Produktionen vorgelegt.
Okay, da würdest du dann also einfach die Produktion in der alten Welt, in der neuen Welt erhöhen. Das passiert jede Runde. Das passiert oder automatisch. Einmalig? Automatisch. Einmal. Wenn du das hier einmal drüber gehst. Wenn du hier und dann gehst, passiert mit dem zweiten Satelliten und dann nie wieder. Hier noch einmal, weil du ja zwei hast. Ja, weil das wird ja jede Runde neu ausgerechnet, was wir hier machen. Genau. Also wird auch das jede Runde neu. Nee, sondern du gehst ja nur einmal drüber. In dem Moment, wo du drüber gehst. Ja, aber dann bleiben die Satelliten stehen und von da machen wir nächste Runde weiter. Genau. Wir fangen nicht immer wieder vor. Nee, okay. Die bleiben stehen. Entschuldigung. Die bleiben stehen. Ja, das ist der Progress-Track. Es gibt sofort Boni hier zum Beispiel, ne? Schön Wissenschaft und sowas alles. Und ansonsten gibt es halt Boni, die dir irgendwie diese Icons geben. Und die Icons finden, manchmal findest du die auch auf irgendwelchen Karten oder so. Aber die Icons geben dir unter Umständen die Fähigkeit, halt gewisse Sachen zu besiedeln. Ne? Gut. Ja, aber das ist halt heftig Analysis Paralysis, weil man so überlegt, okay, wenn ich jetzt den drei Felder und den muss ich dann noch acht Felder und dann ist noch Ben dran oder sowas oder der kommt vor mir und wo will ich hin und sowas alles auch auf diesem Planeten. Nicht in deiner Erstpartie. Gut, dass es mir nicht muss gewinnen. Dann kommen die Boni. Sage ich jetzt, nachher packt mich der Ehrgeiz. Ich kenne mich doch nicht. Und zwar gibt es auch noch einen Level. Wo haben wir ihn? Achso, das hier habe ich auch schon gleich erklärt, ne? Das gibt vor, von wo man die Energie nehmen kann, je nachdem, wie viele Satelliten wo sind. Ja. Habe ich erklärt. Dann das gibt vor halt, welchen Biom man besiedeln kann. Auch das habe ich schon ein bisschen erzählt. Und dann gibt es noch das Jahr, den aktuellen Jahresendkarte. Die befindet sich hier drunter. Da gibt es Boni und da gibt es eine harte Variante und eine großzügige Variante. Die harte Variante ist, dass das Power Level genau einen der beiden Werte treffen muss. Das heißt, du musst auch noch die Nummer muss genau dieses Level treffen. Oder, so wie wir es spielen werden, in der großzügigen Variante. Mindestens, ganz genau. Kleiner und je kleiner, desto geiler eigentlich auch. Ne? Also, dreh mal die oberste Karte also um. Die oberste können wir sehen. Genau. Erste Runde. Erste Runde. Da sieht man also, wenn man sozusagen, warte mal, maximal der kleinere Wert. Das heißt also, wenn du maximal Power Level 6 hast, dann triggerst du das. Wenn du maximal Power Level 11 hast, triggerst du das. Meine extra Aktion. Und wenn ich mehr habe, den unteren. Dann nicht. Aber weniger als das oder mehr als das will ich schaffen. Also mal großzügige. Ist das Power Level maximal der kleinere Wert, so erhält man den oberen Bonus. Ist es hingegen größer, aber maximal der größere Wert, so erhält man den unteren Bonus. Also will ich gar nicht über 11 kommen. Du willst nicht über 11 kommen. Oder du verzichtest auf diese Ressourcen. Ach, das kann bestimmt nicht mehr. Ja, der Bonus ist schon geil. Also bin ich unter 6, kriege ich das richtig coole. Bin ich unter 11, kriege ich das nicht ganz coole. Genau. Aber tendenziell hast du das ja hier schon auch noch mehr gekriegt. Ne? Und irgendwann werden diese Aktionen ja auch so teuer mit der Energie. Das ist ja auch blöd. Irgendwas ist ja. Und die Energie brauchst du auch, um Raumschiffe zu fliegen. Nur kurz mit dieser Aktion. Kann ich da so viel machen, wie ich möchte, wenn ich die Voraussetzungen erfülle? Nee, einmal. Einmal. Einmal siedeln. Aber mit wie vielen Leuten? Einer. Nur eine. Also ein Feld siedeln ist das ja. Okay. Ein Feld siedeln. Und du zahlst, siedeln ist ja diese Aktion hier. Ist ja ein Feld. Nicht mehr, ein Feld. Ich prüfe nochmal sicherheitshalber, aber das Siedeln ist eigentlich Settling. Ich fürchte, dieses Spiel wird das Unmask-Problem haben. Das ist Unmask. Settle the site complete. Trick your progress. Dafür wird Unmask. Ich bin relativ sicher, dass du nur ein einziges Ding siedeln kannst. Mhm. Ja. Also. Allows you to take your relation. Besides. Symbol settling. If you meet the move tokens from the new world side of your board on the side of relations board and move factory tiles, you must settle the site. You must settle the site completely. Also es wird nicht nochmal settle one side in the new world. Okay. Doch, hier steht's. Alles klar. You won't be able to use this action until you have some population tokens. Okay. Gut. And play it is off. Dann kommt. Ja. Dann kommt Cleanup. Was passiert in der Cleanup-Phase? Sind wir schon da? Bonuses? Ja, Bonus war das, was wir gerade haben. Dann kommt Cleanup. Cleanup ist Turn Order, geht eins weiter. Dann die alte Jahresendkarte abwerfen. Genau, dann kommt der Kaufbereich. Da wird immer das ganz Rechte abgeworfen. Dann kommen die Spielerboards, die werden zurückgesetzt, also dieser Aktionstrigger. Und dann nehmen wir unsere Aktionskarten zurück, die hier unten liegen. Okay. Und das war's. Aber Ressourcen, die hier liegen, behalten wir. Ja. Ist nicht wie bei Terraform Mars, dass die Energie verloren geht. Energie geht nicht verloren. Kann nicht verloren gehen.
Thermodynamik und so. Was ist das? Das ist sehr schlimm. Energie wird zu Wärme. So, irgendwelche Fragen noch? Irgendwelche Klarheiten? Ich glaube, also ich dachte, es wäre höchstens ein Kennerspiel. Der war ich fange an, ja? Einkommen. Ja. Gut, wir haben kein Einkommen. Doch, doch. Natürlich aus der hier dem Planeten. Achso, wie langweilig. Jetzt kriegen wir alles, was da drauf ist. Kriegst du allem 7. Außer Nahrung, du musst ja gleich 5 nehmen. Ja, also du kannst aber auch die 7 Nahrung nehmen und 5 abgeben. Aber jeder kriegt halt einfach 7. Die dicken Steine zählen 3. Also gehe ich jetzt um 7 hoch. Ja, danke. Ich sehe, du hast sehr gut zugehört. Achso, am runden Ende. Aha, jetzt kommt's. Ja, genau, das habe ich noch nicht gesagt. Also, ich bin jetzt bereit. Wie man das Spiel beendet, ne, wenn man jetzt Race Mode hat, das endet vorzeitig, wenn beide Bedingungen erfüllt sind. Einer hat die Produktion, deswegen ist hier so ein roter Cap, von allen Ressourcen über 8. Wann? Am Ende der Runde. Am Ende der Runde, endet es sofort. Vorzeitig. Ich glaube auch mittendrin. Das muss ich mal nachgucken. Also mittendrin kann auch sein, dass es am mittendrin endet. Und du musst 3 Stadien in der neuen Welt haben. Ja? Das geschieht in der Regel in der Aktionsphase. Also doch mittendrin. Okay. Ich bin jetzt bereit für die übrigens Regeln. Haben nun noch eine... ja. Alle anderen Spieler spielen aber noch diese Runde zu Ende. Okay. Na, alle anderen Spieler haben nur noch... Entschuldigung, eine Aktion. Wenn sie noch nicht gepasst haben. Sie können ja auch gepasst haben, ne, weil sie nichts mehr machen können. Haben alle anderen noch eine Aktion. Anmerkung, das finde ich das Schlimmste an den Suchi-Spielen, dass wenn man sagt, okay, das Spielende ist jetzt dann, dass man dann nur so unendlich viel machen kann. Ja. Okay, dann eine Endwertung. Und zwar minus 1 Punkt für jeden Penalty-Chip, minus 1 Punkt für jeden nicht evakuierten Ort, minus 1 Punkt für jedes fehlende Stadion, wir brauchten ja 3. Ach so. Und die Zufriedenheit, das gibt plus... plus wie? Pluspunkte für derjenige mit der meisten Zufriedenheit bekommt 2 Punkte, der mit der zweitmeisten bekommt 1 Punkt. Wir Sieger ist, Punkte. Wer nach der Endwertung immer noch die Endbedingungen erfüllt. Achso, das habe ich noch nicht gesagt. Das habe ich noch nicht gesagt im Sinne von so. Und die Punkte abzutragen ist auch super leicht. Was meinst du mit so? Die müssen alle da über dem Strich sein? Ja, wenn du das Race enden willst. Oder nach 4 Runden automatisch. Dann müssen alle hier drüber sein und du musst ja 3 Stadien hier haben. Und jetzt wird noch Punktemodifikation betrieben und dazu wird einfach der niedrigste Produktionsmarker, kann ja auch sein, dass einer seinen Produktionsmarker, weil er das noch nicht ausgelöst hat, hier hat oder sowas, der niedrigste Produktionsmarker wird genommen, um jetzt noch die Modifikation, die ich gerade eben vorgelesen habe, vorzunehmen. Also ein Penalty-Chip nach unten, ne? Ein nicht evakuierter Ort nach unten, ja, und dann ein fehlendes Stadion nach unten und vielleicht ein Happiness nach oben. Und anschließend gibt dieser Wert einem einfach vor, wie viel Punkte oder wie viel, was für ein Score man in diesem Race hat. Kann auch sein, dass derjenige, der das Race beendet, trotzdem halt nicht 8 scored. Und es könnte jetzt aber sein, dass ich am Ende so bin, aber mit allen drunter, und wenn ich dann weiteren Punkt mache, hebe ich erstmal die nacheinander. Ja, das bringt wieder nicht so viel. Ja, genau. Weil du ja immer, der Score ist dann der niedrigste. Genau, aber wenn ich alle 3 auf einem Feld habe und noch viel nachscore, dann schiebe ich die nacheinander. Maximal dieses Nachscoren kannst du nur die Happy Faces. Und davon habe ich nicht so viel. Und davon hast du nur einmal. 2 oder 1. Na gut. Der Rest ist immer nur Minus. Wenn dir irgendwas fehlt, also man möchte alles evakuiert haben, weil sonst gibt es Minuspunkte. Man möchte 3 Stadien gebaut haben, sonst gibt es Minuspunkte. Man möchte viele Happy Faces, dafür gibt es Pluspunkte. Spüre den Feld. Und man möchte kein Penalty Chip, dafür gibt es Minuspunkte. Pluspunkte, es gibt nicht so viele Punkte. Es gibt auch noch Pluspunkte, meine ich. Oder nee, ich glaube, die Penalty Chips sind reine Penalty Chips in unserem Spiel jetzt hier, was wir spielen. Gut. Das war, wie wir den Race Mode scoren. Guti. Ben hat sich seinen Zug bestimmt überlegt. Das war die Einkaufsphase, das heißt, jetzt kommt die Aktion. Ja. Voll gut. Erstmal die Einkaufsphase. Ich bekomme 7 von jedem. Danke. 3, 6, 6, 7, 7 und 2 Grüne. Jawohl. Der Chat darf gerne uns Feedback geben sonst noch, wenn wir was Wichtiges vergessen haben oder wenn wir etwas falsch machen sollten. Oha. Hier ist gleich ein Happy Face. Spannend. Karten nehmen. Das ist Aktion 3. Was heißt 3? Die alle.
Ja, aber eine davon. Eine davon ist Aktion 3. Eine davon ist Aktion 3. Du machst ja auch nicht alles, sondern nur rechts oder links. Du machst nur oder. Das sind alles. Du machst eine von den Aktionen. Mhm. Boah, was soll ich denn machen? Achso, wir wollten noch nachgucken, was diese Karten da können, diese Infrastrukturkarten. Wir unterschätzen alle, aber das sind jetzt das Plastik. Das Karten, man muss die zwei nebeneinander haben, aber sie können in beliebiger Richtung nebeneinander liegen. Das könnte sein. Damit hast du bestimmt recht. Ach guck mal, hier gibt es auch sowas erklärt. Da ist dieses Symbol aber nicht drauf. Was heißt hier nochmal das linke Symbol? Das ist nur das Symbol für das Bezug. Links ist sofort und du legst es ja dann drauf. Ja. Wenn ein Blitz ist, heißt es ein Sofort-Effekt. Wenn ich jetzt eine Stahlfabrik bekomme, würde ich sie einfach hier hinlegen. In den Orbit legen. Ja. Jetzt würde ich das hier machen, mir eine Technologie holen und eine Ressource. Das heißt, ich könnte jetzt den hier drauflegen. Würde sofort. Erstmal wird das nach vorne gehen. Genau, dann würde ich so eine Stahlfabrik bekommen. Und dann wird jetzt immer, wenn ich eine Stahlfabrik baue, kann ich eine zweite Fabrik irgendeines Typs bauen. Gain a Steel Factory. Yeah. Every prefab a Steel Factory, you may prefab a second factory of any type. Weil der Gain a Steel Factory kann auch sein, musst du mal nachlesen, dass du sie sogar in die neue Welt kriegst. Weil da steht ja nicht wohin, ne? Gain New World. Tatsächlich. Das heißt, die platziere ich irgendwo hin? Nee. Ja, hier. Also hier, the factory tile from the reserve beside your board and put it in the new world side. When you use the bonus prefab effect, you must pay for the bonus factory. Bonus factory ist dann was anderes dann wahrscheinlich noch. Okay, und dann nehme ich mir als Ressource einfach mal eine nach. Das ist bestimmt immer gut. Das war schon meine ganze Aktion, ne? Das war deine ganze Aktion, ja. Du hast ja ein bei eins. Darf ich schnell die Entwicklungsteile sehen? Die Technologie? Oder ja. Gain ist immer irgendwo. Was machen die hier? Wissen wir schon? Oder was ist das? Ja, das ist, glaube ich, ganz. Für Indul. Die steht natürlich nicht drauf. Ich glaube, die kann man dann. Kann man einmal benutzen oder sowas. Ich weiß gar nicht, aber das ist auch irgendwas. Ich gucke mich halt selber nochmal nach, nicht, dass wir da was nicht. Bei mir steht Aktion 3 auch kostet. Auch die Ressource darf ich auf die neue Welt legen. Schön. Aktion 3 kostet keine Energie mehr. Welche Ressource darf ich aber dann auf die neue Welt legen? Ja, die darfst du auf die neue Welt legen. Nur, da brauchst du eigentlich noch gar nicht, ne? Ich lasse die mal hier. Vielleicht brauche ich gleich 4 und der später dann 2. Du produzierst ja auch immer, ne? Aber auf der neuen. Im Moment produzierst du ja ganz tierisch in der alten. Weil du ja grüne Würfelchen. Ich leg's mal da. Ich möchte auch mal dieses Entwickeln machen mit einer Ressource und möchte aber das hier freischalten, dass mir Aktion 3 keine Energie mehr kostet, also diese Aktion hier. Mhm. Ist damit wohl gemeint. Und dann kriege ich noch eine Ressource. Die kann ich frei pflegen, wo ich möchte. Ja, Gain ist immer irgendwo. Da, wo es gerade passt. So, noch 990 Spiele. Mal kurz gucken. Diese Infrastruktur ist noch nicht ganz wieder verstanden. Production, Action, Infrastruktur. To play. Achso, Infrastruktur in der neuen Welt. Die Infrastrukturkosten müssen in der, die da, von der Karte, müssen in der neuen Welt, von der neuen Welt bezahlt werden. Mhm. Kostenvoraussetzung, was man bekommt. Genau. Und, aber die Kosten musst du, wenn du sie spielst, dann von der neuen Welt halt haben. Würde man die Kartenseite benutzen, würde man das Abwehrflächen benutzen. Okay, du kannst die also auch bauen, auch wenn du die Erfüllung noch, wenn du die noch nicht erfüllst, ja, dann würdest du sie sozusagen hinlegen. Mhm. Aber wenn du die erfüllst, irgendwann dann halt darfst du sofort das erhöhen oder kriegen, was auf der rechten Seite die Produktion hat. Ne?
Du platzierst sie irgendwo hin bei dir. Kannst du ja hier hinlegen, dann liegt sie da, aber hochgehen tust du erst, wenn du sie willst. Okay, das darf man nicht vergessen. Das muss man auch noch immer tracken. Genau. Dass du ein Kreuz hast, dass sie in einer Diagonale liegen müssen. Was heißt? Ja, dass sie müssen irgendwo hier auf einer Diagonale liegen. Achso, eine irgendwo nicht bin. Aber das gab es hier nirgendwo als Symbol. Ist ja echt komisch, ne? Wahrscheinlich sind das so Ligo-Detektoren. Ja, aber sie müssen in der Tundra liegen, also weit ist. Naja, aber. Also eins hier und eins da würde halt gehen. Oder ja, Diagonale wäre da. Ja, Tundra ist ja das alles. Ja, aber es muss ja eine Diagonale gehen. Ja, aber hier und da würde auch. Gehen. Das ginge, denke ich. Ja. Was machen wir auf den Schreck? Ich würde ja ganz gerne hier mal ein Raumschiff bauen. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Wenn man oder wir wollen noch umsiedeln. Du willst das. Man kommt hier nicht einmal Karten, ne? Das heißt, mit dem muss ich die Runde planen. Nee, du kannst auch, da sind nur 80 Karten, du kannst, das Problem ist halt hier, ne? Okay. Irgendwann wird es halt super teuer mit Energie. So, ja, ich möchte gerne ein Raumschiff bauen. Ich mache das einfach mal. Und da nehme ich das da und baue das in der alten Welt für 3 Stahl. Oha. Kommt ein neues raus? Oder liegen nur die 2 die unten? Nee, hier kommt ein neues raus. Das sieht ja futuristisch nett aus. Mhm. Das sieht ein bisschen aus wie ein Sturmtruppler mit langer Nase. Sieht aus wie so eine Waffe. Wie so eine, was gab es denn da, die so ähnlich aussieht? Ben. Ich bin schon wieder dran. Boah. Was ist Energie? Energie ist. Das da. Das Orange. So. Wird ja auch schnell teuer, ne? Es hat auch irgendjemand schon gesagt, dass ein Energiemangel spielt. Mhm. Vincent sagte, es ist immer genug von allem da. Ja. Bin aber auch ein sparsamer Mensch. Ja, das stimmt. Das kann natürlich, ja, wenn du nicht viel brauchst, irgendwie dann halt. Man fängt erstmal in der neuen Welt an, Stahl zu bauen. Ja. Abzubauen. Und das entscheidet ja, was ich hier abbaue und darüber baue. Ne? Ja. Erstmal baust du es ja nur ab. Baust es halt erstmal im Orbit. Ich hole mir nochmal so eine Technologie. Und zwar möchte ich, dass alle meine Schiffe für 1 fliegen. Und ich möchte eine Ressource. Brauche ich ja keine Energie mehr, Nahrung habe ich, brauche ich Stahl, Stahl produziere ich nicht unendlich, ich habe auch eigentlich kein Ressourcenproblem. Energie brauche ich prima, um die Sachen zu fliegen, ne? Und um Aktionen zu nutzen. Und um Aktionen zu nutzen. Naja, dann hole ich mir nochmal Energie. Das klingt weise. Next. Ich mache die 2. Aktion und ich glaube, ich möchte hier die machen, ohne eine Ressource zu kriegen. Obwohl. Ach, wir können siedeln. Auf einen Stahl habe ich noch keinen Stahl. Ich mache doch die 1 hier nochmal. Auch für das Entwickeln. Möchte dasselbe wie Ben hat, nur für Food Factories. Aha, immer so alle ähnliche Sachen. Das ist, glaube ich, ziemlich random. Ne, die sind ja alle. Ich habe das auch für Energie. Also ich glaube, ja, die sind schon. Also random, aber jeder hat eine andere. Und was hat der 4. denn? Wir werden das nie herausfinden. Ratestadium. Ich sehe keine Möglichkeit, wie wir das herausfinden können. So, ich mache hier meine. Der darf sich ausdrücken. Also der Chat darf gerne mal Feedback geben, wie die Erklärung mit der Handkamera war. Sie war ein bisschen wackelig, da würde ich dran, solange sie funktioniert hat. Die Erklärung wurde schon gelobt. Also, Thorsten und Co. Oh, das ist aber nett, dankeschön. Ja. Cool hat nur für die Erklärung einen Daumen gegeben. Das ist schon für Spiel nicht so klingt. Ich nehme das da. Auch Forschung und Aktion. Sehr gut. Zack. Gain an Energy Factory. Wupp. Whenever you prefer, you may. Ja, habe ich doch dasselbe gemacht wie ihr alle. Und dann kriege ich noch eine Ressource. Meiner Wahl. Und da nehme ich. Was möchte man denn gerne haben?
wenn du deine Firma bauen willst, Stahl auf jeden Fall einen Stahl. Oder obwohl, nehme ich Nahrung. Ich nehme mal Stahl. Nächste Runde braucht man ja noch keine Nahrung. Nö. Dann bin ich ja schon wieder Runde 1. Ja. Es geht ja zack, zack, zack. Könnte jetzt die Fabrik hier auch schon bauen, dem Feld? Wenn ich irgendwo, oder brauche ich noch Menschen drüben? Ne? Dann brauchst du die Voraussetzungen. Du kannst ja auch, manchmal gibt es Felder, auf denen sind nur Fabriken, hier zum Beispiel. Ah, die haben keine Voraussetzungen, stimmt. Ja, die, also. Hier ist auch zum Beispiel nur Mensch. Ne? Hier. Aber ich darf da auch gar nicht bauen, weil meine Satelliten noch nicht drüben sind? Oder? Doch, da schon. Den darfst du immer bauen. Ah, okay. Da musst du gucken, das sind die Voraussetzungen. Genau, die Voraussetzungen sind oben drüber. Alles ein bisschen kleinteilig, aber. Achso, hier übrigens, ne, wenn das hier ist, dann heißt es, dass du dafür deine Produktion um 2 erhöhst. Ne? Mhm. Also hier um 2 und hier auch, diesmal auch so ein bisschen. Also sind ja die deswegen sind diese, die Meeresfelder sind halt insofern geiler, als dass du da einen Cube, also einen Mensch einsetzt, aber die Produktion ordentlich bumpst. Ne? Mhm. Deswegen sind die halt so ein bisschen besser. Ja. Okay. Mhm. Ich würde auf eine 6 kommen und eine 11. Ich kann so lange spielen, wie ich möchte. Ja. Wie du Energie hast. Ja, ja. Und denk dran, ein Raumschiff zu fliegen kostet auch 2 Energie. Ein. Ja, ja. 2 Raumschiffe könntest du damit fliegen. Da baue ich einfach ein Raumschiff. Wenn du also unter 6 kommen möchtest, um diesen Bonus zu triggern, ne, dann. Unter? Na, bis zu. Bis 6. Ne? Und das Heftige ist halt im echten Spiel dann halt, ne, dass du genau auf 6 kommen musst. Aha. Was halt eigentlich. Und dann wieder mit den Satelliten gucken, wie weit fliegen die für 6? Oh. Ja, für Leute, die einmal dieses Paralleles lieben. Ist das. Ohne Rays, ja, mit diesen Regeln. Mit diesen Karten umgedreht. Ah. Und vor allem auch mit diesen Karten umgedreht. Ne? Die haben ja auch nochmal Wertigkeiten. Ja. Also wir machen einfach nochmal das. Hier muss ich jetzt 2 Marker drauflegen, ja? Nee, du legst erstmal einen drauf, weil du musst es 2-mal nutzen. Ne? Ach, dass man es nach oben schaltet, musst du es dann 2-mal nutzen. Ja. Du legst einen drauf und wenn der jetzt nach rechts verschoben wird, so ist die Regel dann, ne? Mhm. Beim 2. Mal, dann hättest du erst Technologie freigeschaltet. Jetzt momentan hast du nichts dadurch bewirkt. Warum soll ich mir nicht kleinteilig erstmal alle Technologien freischalten? Mach doch. Dann hast du deine Produktion wahrscheinlich nicht. Ne? Vor allem, wer früher produziert und transportiert, der. Und eine Energie musst du bezahlen dafür. Aber spiel das doch mal so und dann wissen wir, ob das funktioniert. Ich guck mal, das wird sicher nicht funktionieren, aber ich finde es irgendwie immer gut. Ich mache natürlich die 3. Aktion, weil ich muss keine Energie dafür zahlen. Und ich möchte mir jetzt, glaube ich, einen Raumschiff machen. Energie zurück. Musst du dafür eine Energie weniger oder niemals Energie kaufen? Action free no longer cost energy. Okay. Aber die kostet ja immer nur eine. Also, ach, Action 3. Ja. Ich dachte die 3, aber die meinten. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, weil das kostet die Energie maximal die. Also ich glaube, es ist die. Du sparst halt immer die Energie für Action. Genau, eine 3. Energie für die Aktion. Also eine Energie pro Runde faktisch, weil du ja immer 3 machen wirst. Korrekt. So. Immer gut, ich möchte ein Raumschiff kaufen. Du kannst auch durchcyclen. Ne? Ansonsten nimm dir einfach, was du so. Das hier kann Stadien transportieren. Genau, das sieht ja attraktiv und aus. Und auch, das kann auch Produktionsgebäude. Ja, aber nur ein anderes kann ich mitnehmen. Ja. Aber ein Stadion, ich könnte zum Beispiel das dann gleich mitnehmen. Ja. Oder Produktionsgebäude. Ich nehme einfach mal das. Ja. Für 3 Stahl und 2 Nahrung, die ich auch habe. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wo die gelegen sind. Tut mir leid. Falls ich jetzt das lag kann, ganz hier. Ja, dann kommen die so weiter. Das kommt hier. So ist richtig. Ich habe ja hier instant Blick. Ah ja, danke. Der Blick in die Vergangenheit. Ist es an mir? Tja, ja. Ich hätte ja schon noch mal Lust, noch ein Raumschiff zu bauen. Mehr Raumschiffe, mehr gut. Aber ich gehe mal auch auf diese Technologie-Sache. Mach Technologie, gehe ich hier drauf. Und dann, achso, ich muss eine Energie bezahlen dafür, um dies überhaupt zu triggern. Man schmeißt die Energie ab. Und
dann habe ich das benutzt und dann kriege ich noch eine Ressource. Und dann nehme ich gerne einen Stahl, bitte. Danke. Ich baue jetzt ein Raumschiff. Aha. Dann baue ich mal einfach. Dit. Zahlt er jetzt zwei Stahl für? Und eine Nahrung. Und eine Nahrung. Und eine Nahrung. Und vorher zahlst du noch zwei Energie. Und zwei Energie. Das war erst eins. Und dann habe ich das. Das war erst eine Energie. Zwei Energie? Nee. Das waren zwei. Zwei. Das Entschuldigung. Zwei. Entschuldigung. Moment, Peter. Das war's, ne? Du hast ein Raumschiff gebaut. Ja. Oh. Die Kosten sind immer eine von dem jeweiligen, was ich prefab. Hier. Ja. Okay. Da könnte ich mich eine nehmen. Stahl. Ich glaube, eine nehme ich noch für zwei Energie. Und möchte auch hier noch eine Technologie entwickeln und eine Ressource nehmen. Muss es direkt unter sein oder geht auch direkt drauf sein? Unter oder gleich? In der großzügigeren Variante, mit der wir jetzt spielen. Okay. Normalerweise muss es direkt drauf sein. Weiter. Maximal. Ich bin vier Runden, ja. Mal gucken. Das ist ja Engine Builder. Bist du dran? Nee. Ah, nee, ich bin dran. Entschuldigung. Ich mache noch einmal Forschen. Zack. Für zwei Energie. Ich kriege einen kleinen Schub wieder, bitte. Und der kommt hier. Ich wollte das Schiff kaufen. Und dann sorry. Das da. Zack. Zack. Dann kommt hier eben neues. Ne? Und dann nehme ich einmal Nahrung, bitte. Als Ressource, die ich hier umsonst kriege. Raumschiffe schicke ich automatisch am Ende der Runde los, ne? Du musst die Energie zahlen. Aber es ist ein eigener Schritt. Progress. Mhm. Also Transport, nicht Progress. Mhm. So, ich bin bei 3, 5. Ich könnte jetzt so aufhören, aber warum? Ist das so geil? Man kann auch was tun. Ich brauche eine Energie lieber auf die alte Welt. Wenn ich jetzt noch eine trigger, dann brauche ich die Energie. Also und hierfür muss ich ja die Sachen erfüllt haben. Ich brauche ein Gebäude und einen Typen da. Die Karte ist ja doof, die kann man erst ganz spät benutzen. Welche? Na, die mit dem Wasser. Man darf doch erst das Wasser bauen, wenn man da ist, oder? Ja. Ich glaube ja. Und das geht auch erst relativ spät. Das heißt, momentan wäre das die beste Karte. Ja, du kannst sie aber schon mal haben. Also ja, aber gehen wir entsprechend. Kann man sich da zwei nehmen bei der Aktion? Ja, ja. Nehmen und legen ist jeweils eine Aktion. Das heißt, du könntest zweimal nehmen, könntest zweimal legen oder könntest einmal nehmen, einmal legen. Aber beim Nehmen muss man sie schon zahlen? Nein. Zahlen musst du sie erst, wenn du sie legst. Wenn du sie legst. Mhm. Okay. Und mit dem hier schiffe ich Fabriken rüber, die ich hier im Orbit habe. Welche? Ja. Mit dem hier. Ja, Fabrik oder Stadion. Mhm. Na, wie viel Stadion habe ich ja schon? Oder erst egal. Oh. Infrastruktur kaufen oder bla. Das nicht nochmal hier. Infrastruktur, Karte umsonst auf die Hand nehmen, Bezahlung auf neuer Welt beim Ausspielen. Und hiermit baue ich eine Fabrik? Ja. Und die kostet? Nee, ein Stadion. Ein Stadion? Ein Stadion ist das hier. Und da kriege ich auch, das sind die Kosten? Ja. Und das ist die Belohnung? Ja. Manchmal. Mhm. Und die Belohnung ist, dass du das Spiel nicht verlierst. Mhm. Du musst da gucken, wo du es bauen willst, da musst du ja auch die Ressourcen zahlen. Genau, da kannst du noch mitnehmen.
Und wir produzieren ja eh gleich viel Energie, deswegen kann ich die Energie jetzt eigentlich auch ausgeben, oder? Ja, ich mach mal. Wo kann man eigentlich Stadien bauen? Haben die auch ein bestimmtes Feld, wo man sie legt? Oder legt man einfach nur die Karte aus? Die Karte legst du links oder rechts aus. Okay, die müssen gar nicht auf dem Feld liegen. Nee. Ah, okay. Die legst du in die neue oder alte Welt. Genauso wie Infrastruktur kommt ja auch in die neue Welt praktisch. Ja, das war's. Stadien legst du da aus, wo du sie baust. Ich mache Technologie, mache die Geschichte und wenn ich die kaufe, muss ich sie aber von hier natürlich bezahlen, ne? Oder kann ich sie möchtest, von, ja, da, und dann tauchen sie aber da auf. Tauchen sie da auf, ja, und dann musst du sie erst rüberfliegen, um effektiv zu sein. Tendenziell willst du auch natürlich die in der alten Welt bauen, damit du sie bei der ersten Fuhre bereits gut benutzen kannst. Du hast eine Aktion noch gemacht? Ja, ich habe Technologie auch genau gemacht. Und bezahlt die Energie? Muss der, ne? Das sind drei, oder? Drei, ja. Genau. Habe ich auch mal dann drauf gesehen. Ich mache auf jeden Fall noch eine Aktion. Aber ich glaube, ich mache eine von denen. Eine welche? Ach, vielleicht entwickle ich einfach die Technologie nach hoch. Genau, also andersrum, von links nach rechts, aber ist egal. Ja, ist egal, du hast es zweimal benutzt. Also so, genau so. Okay. Das linke Symbol zeigt ja an, was die Technologie kann. Ich kann auch eine Ressource nehmen. Und dann, nur was ich jetzt kann, wenn meine Schiffe quasi sich entladen in der neuen Welt, dann kehren sie direkt wieder zurück zur alten Welt. Oh, der feine Herr. Was hast du so was Tolles? Wo ist denn der Technologieübersichtsbaum? Kann ich den mal haben? Ich muss gucken, ob ich auch so. Wo steht nochmal die Imba-Technologie? Mein Power-Level ist das hier, ne? Die Summe aus. Ships return to the old world as soon as they are unloaded. Und ich muss unter 6 sein oder über 6 oder auf 6? Auf 6 oder unter 6. Okay. Und ich bin jetzt auf 2, 4, 6. Das würde reichen. Ja. Cool. Ich bin dran. Ich gebe 3 Energie aus. Und ich trigger und jetzt muss man nämlich gucken, wo man seinen Satelliten gerne haben möchte. Ja. Könnte es natürlich jetzt noch irgendwas mit Happiness ausspielen. Ja, das ist das erste, hier wäre eine Happiness bei. Das ist ein bisschen spät. Ja, aber nee, wenn bei Gleichstand wird getauscht. Okay. Ich gehe hier hin, mache noch was ganz anderes. Ich mache aus einer Nahrung 2 Menschen. Ich klone. Ach, stimmt, die Population gibt es ja auch noch. Gut. Dann ist Ben. Klon. Ach, ich muss noch eine. Ach, habe ich gemacht. Eine Nahrung ausgegeben. Ich mache einfach nochmal Forschung, weil warum nicht? Kostet 3 Energie. Genau, gehe ich dahin, gebe die 3 aus. Hast aber keine Energie zum Fliegen, ne? Das ist ein guter. Doch, ich kriege ja eine Energie. Wofür? Fürs Tanken. Achso, okay. Weil der kostet nur eine Energie, bestimmt. Ja. Fliegen kostet bei ihm nur eine. Hast du schon freigeschaltet? Ich habe fast alle schon freigeschaltet. Das ist Tech-Tree, das Spiel bei ihm. Ich weiß nicht, was ich auf Runde 2 machen soll. Dann können wir tauschen. Achso, sagte ich nicht, dass das Tableau wandert wie bei Age of Rome? Das hat mein Vorgänger hier für einen Scheiß gemacht. Wie bei Age of Rome halt. So, ich passe. Ich passe. Ich schließe mich mehr als ich. Jetzt denkst du dir, jetzt hast du verstanden das Spiel, jetzt passt du auch. Okay. Dann kommt Transport. Transport, genau. Das können wir ja gleichzeitig machen, aber formal, ich zeige es euch einmal. Man macht. Ich brauche dafür jede Menge Nahrung noch am Ende. Man baut hier, das muss ich einmal tauschen, gegen 3 kleine bitte. Man macht die Anzahl. So, was man da so produzieren, mitnehmen möchte, die. Und dann müsste ich jetzt 2 mitnehmen, eine mit Gelb und eine mit Grau. Ja, die brauche ich ja nicht. Oder die keine haben, die kann man immer nehmen, ne? Gibt es da einen? Ja, der in der Mitte, der hat keinen. Mhm. Aber das ist halt, muss man natürlich auch transportieren können, ne? Das sind also. Da kann man einen mitnehmen jetzt von den Gelben oder Grauen, die man. Ja, genau. Aber also nee, nur Graue. Ja, die Graue. Also das. Genau, ich habe die ja, ne? Aber es sind dieselben.
gelb und was möchte ich denn abbauen gerne? Eigentlich möchte ich nichts gerne abbauen, weil ich die Produktion gesamt brauche. Nächste Runde 4, 1, 2. Marcel hat scheinbar einen Plan. Ja, ich mache einfach Ding und guck, was passiert. So wie es Menschen wirklich halt tun würden. Musste Ben nicht 4 Energie bezahlen, die da 4 Karten bei der Aktion? Nee, hier steht 3. Nee, weil nee, du hier wieder eine du mehr hast. Du hast die 4. Energie, ja. Das ah, 1, das stimmt. 2, 3, 4, 5. Du hättest ab der 4. sogar bezahlen müssen. Sehr gut, ja, danke, das haben wir einfach vergessen. Dann habe ich die Aktion nicht gemacht und auch einfach gepasst. Das ja. hätte ich auch mal tun müssen, weil ich hier auch die 4. gespielt habe. Ja, aber dir schadet es ja nichts. Ne? Doch, weil ich dann eine Energie zu wenig hätte. Aber dann habe ich hier anstatt hier einen Stahl. Ja, nimm dir das so. Gut auf, ja. Sehr gut, vielen Dank, lieber Chat. Aber habt ihr gut aufgepasst. Und zwar, ich zähle noch einmal, du musst es ja zweimal abgeben, ne? 2 Energie dann. Ich hatte 3, glaube ich, vorher. Als ich die. Aber du hast ja 4-mal die Aktion gemacht hier. 1, 2, 3, 4. Achso, für, der, für die 4. Für die 4. Ab der 4. dann, ne? Genau. Habt ihr gut aufgepasst. Für die 4. Ab der 4. muss ich. 4 plus ist ja über 4. Ja. Über 4, ne, ab 4, ab der 4. 4 plus. 4 und mehr, würde ich sagen. Achso. Aber warte mal, ich gucke noch einmal. Dann hätte ich noch eine Energie weniger wahrscheinlich. Ne, warte mal, du hast ja, hast du 5 da liegen? Nee. Er hatte 5. Aber du hast ja nur. Ich hatte 3. Nee, Karten. 4. Naja, deswegen müsstest du eigentlich nur eine bezahlt haben, oder? Ab der 4. Ja, genau, aber die hat er jetzt bezahlt. Ach, die hast du jetzt bezahlt, genau. Okay. Ich gucke noch einmal, ob ich das hier finde. Der Transport. Forschen, siedeln, vorproduzieren, klonen, forschen, auffüllen. Das steht hier nicht in der Übersicht. Also steht es bestimmt, aber ich habe es gerade nicht gefunden. Und zwar Actions hier. Dass da kein größeres Gleichzeichen bei der 4 steht. Klarer gemacht. Technologies. Nicht 4 plus, wir müssen ja auch 5 plus 5 und höher. So. One energy each time you use an action group more than 3 in one round. Mhm. Okay. Also. Ja. So, dann war das jetzt. Achso, jetzt noch die. Wir siedeln ja schon die ganze Zeit um. Ne, der Marker bleibt drauf, Vincent. Damit er das halt verdeckt dann beim Zählen. Achso, ich halt, ne? Nimm dann nur. Du nimmst nur das Teil. Und das kommt dann aufs Raumschiff. Ne? Und dann. Und das kann sie aber dann transportieren, das meint das. Oder ist das für das Teil hier? Das ist eine gute Frage. Weil dann kann ich. Ja, ja, ja. Ansonsten könnte man es ja nicht mitnehmen. Genau. Wenn du es wohl nicht hast. Kann den Inhalt eines Ortsplättchens eine Fabrik oder 2 Bevölkerung aufnehmen, wenn der Buchttyp passt. Okay. Und die Gebäude, die sind zusätzlich. Vorgefertigte Fabriken, Stadien oder, ach so, Fabriken von Ortsplättchen gehen auch. Verstehst du? Aber das ist zusätzlich. Ja, genau. Ja. Okay. Das heißt, du, genau. Ich könnte jetzt also auch Fabriken mitnehmen. Nehme ich. Ich möchte eigentlich nichts abbauen, weil ich die. Die brauche ich ja alle. Das ist ja der Mist. Aber ich brauche die Männchen. Nein. Ach, Entschuldigung, die habe ich aber auch. Da, 2 Männchen. Du guckst die ganze Zeit schon so auf die. Ja, wirklich. Ja. Das macht mich irgendwie so an. Männchen kriegt man bestimmt. Und wie track ich, welche Männchen das sind? Ist ja, egal. Gar nicht. In der neuen Welt kriegst du ja nimmst andere. Ist einfach nur Arbeitskraft. Warum? Da nimmst du es ab. Okay. Ne, da produzieren sie ja, da sind sie auch eingesetzt auf so ein farbiges Feld, aber an sich sind es nur die Männchen. Kann ich den jetzt umdrehen, wenn ich einmal blau transportieren kann? Ja. Und hab dann 2 Männchen. Mhm. Auf dem Schiff. Mhm. Toll. Okay. Und dann noch. Ich packe einen Finger weg vom Winter der Toten. Das hatte seine Zeit. Grau. Grau kann ich eh nicht alle nehmen. Machen wir mal. Stahl.
doch kein Mensch. Ja. Die Verrätermechanik funktioniert dann nur sehr begrenzt. F5. Nehmen wir das da. Wenn du Verrätermechanik machst, dann warte doch auf Molly House. Nächstes Jahr. Was ist das? Nächstes Jahr? Molly House. Nee, ich brauche nicht. Ich muss eine Fabrik nehmen. Ich nehme die da. Wir haben also einen, der plant. Wir wissen schon, wer gewinnt. Ja, umso bitterer, wenn du nicht gewinnt. Schwarz und Gelb. Ey, setz mich nicht unter Druck. So. Dann transportieren. Also meins ist hier voll. Deins hat 1, 2, 3, 4, 5 Ressourcen. Ne? 5 Ressourcen geladen, eine Bucht geladen und dieses Ding geladen. Genau. Und dann kommt das alles nach auf die rechte Seite. Lädt aus. Die Energie wird abgeworfen. Muss ich jetzt eine Energie, für Wärme zahlen? Weil ich habe ja die Fähigkeit von diesen Plättchen, dass sie jetzt direkt nach dem Abladen zurückkehren, aber wahrscheinlich muss ich die Energie dafür zahlen. Was ist denn? You must pay for the return, but it happens immediately. Da ich ja hier noch eins habe, kann ich das machen und es geht direkt zurück. Schon nicht schlecht. Gut. Nee, die eine Energie, die ich noch hatte, lag ja schon nicht auf dem Schiff, aber ich hatte zwei übrig. Das müsste eigentlich so passen. Schon wieder beim Schummeln erwischt worden? Der Schiff, sie haben mich gerade übervorteilt. Der war's dann, ja. Toll. Das waren die Transportaktionen. Mhm. Turn Order. Dann kommt jetzt Turn Order in Reihe der Zufriedenheit. Da haben alle haben gleich viele Nullgesichter. Das heißt, es ändert sich. Bei Unentschieden die vorhandene Reihenfolge wechseln. Jetzt gucke ich mal, wie weit bei einem Spieler. Und das macht dann der zweite Spieler? Ja, genau. Turn Order. Turn Order. Whoever has the most goes first, second, most goes second. If some player are tied, simply reverse their order. Ja, so spannend. Hätte ich es auch gedacht. Also, ja. Ich noch fragen sollen. So, dann kommt Progress Track. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe 6. 2, 4, 6 plus minus 1 oder 2. Achso, du kannst du wählen, ja. Oder? Das ist ja Shaking Power, ne? Ja. Ja, den kann ich, wenn ich gleich verstehe, warum, dann kann ich noch entscheiden, ob ich ihn erhöhen oder senken möchte. Das nochmal 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weil es geht ja um. Also hier steht ja auch all, also alle meine Schiffe fliegen für eine Energie. Das heißt, alle fliegen für eine. Nicht jedes für eine. Sondern alle. Nee. Das ist der Unterschied zwischen alle Otter und jeder Otter. Ja, ja, doch, da steht auch, da steht nicht. Ja, aber das ist wahrscheinlich, ist das nicht hier genau erklärt? Hm. Ich denke mal, dass das schon eigentlich heißt, weil das ist ja eine schwache Level 1 Technologie. Boah, ich vielleicht. Also, davon gehe ich auch. So, also ich habe 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich nehme meine blauen. Also machen wir mal 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Das war wieder Fuck geplant. 8. Ich möchte eigentlich noch nicht darüber. Aber man fängt ja gar nicht an, das ist der erste. Hm? Das ist der erste Schritt. Oh, gute Frage. Oder fangen wir da auf? Oh ja, sehr gute Frage. Habe ich das falsch gezählt? Muss ich einen weitergehen? Muss ich einfach nicht. Beim Foto beim Spielaufbau gucken. Ja. Da fangen wir doch. Du hast recht, das ist der erste Schritt, das ist der da. Ja. Also muss ich dann doch noch einmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Ich hatte einen vor. Ja, ja, wunderbar. Was, da verlieren wir? Wir verlieren, ich verliere einen von den Produktionsmarken. Ich schätze der Meinung, dass ich noch eine Energie mehr habe. Ist das wohl stimmt? Es kommt auf die Verrechnung an, weil du bist, hast ja das im Endeffekt nicht gemacht, so was hier. Ich hätte ja hier für Energie mehr zahlen müssen.
Aber die werden da besser auch. Dann will ich vielleicht meine Produktion nicht verlieren. Gehe ich hier hin und dann hier. Hier verliert man. Ah, okay. Ich darf ja eh nur. So, was war das hier? Kann ich jetzt einen Stahl bekommen, eine Fabrik hier, also irgendwas darauf niederlassen und was ist das? Siedeln, aber du musst da den Stahl dafür zahlen. Fürs Siedeln. Kann ich ja. Kannst du ja. Und Siedeln heißt, ich lege ein Männchen da drauf. Das, was halt du siedeln kannst. Das ist ja irgendwas von diesen Teilen. Siedeln oder entweder Männchen oder Fabrik. Population. Okay. Das heißt, ich will nicht über 6, also 6 reicht auch, ne? 6 reicht auch. Das heißt, ich kann sagen, ich habe eine 6, ich habe eh eine 6. Du musst eine 6 machen. Also du hast keine Wahl. Okay. Du musst 6 Felder laufen. Dann wird mir sogar 1. Also, kann er das, wenn hier die für die 3 hier belegt sind, dann muss er wahrscheinlich 4-2 aufteilen, oder? Weil er 6 laufen muss. Ja, oder er kann auch 3-3 aufteilen. Ja, aber sie sind ja nur 3 Felder. Der Äußere ist immer der Äußere ist beliebig. Ah, okay. Und hier fängt man immer an, ja. Haben wir gesagt. Also 1, 2, 3, Progress. 4. Und was hieß das nochmal? Das ist zweimal das Symbol. Das wäre hier und hier. Doppelsymbol wäre hier. Dass ich da dann siedeln kann. Ja. Aber ich muss. Wenn ich da siedeln will, trotzdem mindestens hier sein. Das heißt, es wird da. Und das Symbol heißt? Gelb. Ist ja das. Aha. Diese Lane hier ist übrigens die 3 plus Spieler Lane, die innere. Mhm. Die äußere, die da, ne? Die äußere. Aber wir spielen ja 3 plus Spieler. Mhm. Ich guck mal, was das hier alles bedeutet. Wichtig sind die Symbole, die triggern jetzt, ob du da bauen darfst. Mhm. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt darauf schielst, irgendwo besonders zu bauen. Ja, dann komm, ich die ganze Zeit schon hinterkommen. Ja, genau. Also ich mache das so und harre mal der Dinge, die da kommen. Genau, dann musst du auch eine deiner Produktionen umdrehen. Hast du? Noch nicht? Ist egal welche. Ja. Ist egal welche. Nur weil du den ersten drüber hast. Okay. Genau, Settlement Symbols required. Dann war das der Progress. Mhm. Dann gibt es Bonus. Ein Stahl. Ich darf eine Aktion ignorieren. Ignoriere ich die hier, ist egal. Dann komme ich halt auch unter 6 mit dieser Technologie. Ja, alles. Deswegen habe ich mir die geholt. Mhm. Immer. Dann hat es ja jeder. Aber macht man es zeitgleich oder bist du jetzt erst dran, weil du Startspieler bist? Ich starte einfach. Muss ja. Ja. In Zugreihenfolge, wer den Bonus erhält. Ja, dann kann ich halt 2 bauen. Und dann machen wir mal, das da ist ein blaues. Welcher bin ich nochmal? Ich bin der blaue, ne? Ich setze die beide dahin. Ja, die habe ich. Ah ne, das ist ja. Doch, das ist weiß. Ne? Doppelgelb. Und das ist aber noch weiß, ja. Ja, genau. Und dann kriege ich Produktion von dem und Produktion von. Das heißt, wenn ich keine Population habe, bringt mir aber manches gar nichts beim Besetzen. Das ist irgendwie doof, was ich da gemacht habe. Mein Masterplan. Dann bin ich dran, oder? Mhm. Dann zahle ich auch einen Stahl fürs Besiedeln und nutze mein Wurmloch und lege das da ein, auch wenn ich es nicht voll nutzen kann. Hm? Du musst es voll machen. Nee, du musst es. Dann kann du musst es voll machen, genau. Dann war das ja einfach nur ein Hate Draft. Dann lege ich das. Ist aber hier, da. Ja, ich sehe schon. Also, das bringt dir ja auch was. Nehme ich das mal hier hin. Der Kauf läuft nicht weg, aber je länger ein Spiel auf dem Markt ist, umso unwahrscheinlicher ist, dass man es kauft, weil dann gibt es die neuen Shiny Objects, ja, genau, die man haben will. Und es gibt ja, früher hieß es Vessels Law, ich weiß nicht, ob man es immer noch, aber Sim. Good Games Return. Ja, will get reprinted. Oder will get reprinted, genau. Und teilweise auch noch besser, also ganz selten, dass man ein Spiel in Reprint schlechter ist. Chinatown zum Beispiel ist jetzt relativ teuer gewesen, gibt es jetzt auch als Waterfall Park. Ja. Akio Society ist schlechter geworden. Ja, ist schlechter geworden. Also es gibt auch Spiele, die wirklich schlechter werden.
Aber selbst dann kriegt man auf eBay zur Not halt mit einem Aufpreis von 50-100% das Spiel immer noch. Von daher in der modernen Gesellschaft ist das nicht mehr so, dass man darauf angewiesen ist. Wenn ich hier hinsiedeln wollen würde, müsste ich zwei Gebäude haben, ja, die ich nicht habe. Richtig. Okay. Bauch wenn ich dir aber helfen darf, das hier ist ein super geiles Plättchen. Da komme ich ja nicht hin, weil ich das nicht habe. Du hast kein Wurmloch. Achso. Also ich habe zwei Wurmlöcher, aber ich habe also kein Geld. Ja. Ja. Tja, das hätte man vorher planen müssen. Aber du bist ja der Einzige, der geplant hat. Ja, es, ja gerade euch, es ist ja nicht so, dass ihr Denkverbot bekommen habt. Ja, ich habe ja war ja derjenige, der Auswahl hatte. Deswegen muss ich ja, habe ich ja gucken können. Ihr alle zeigen. Müsst, ihr, du hast ja nicht planen können, weil du den Produktionsbonus nicht einbüßen wolltest. Ja, alles gut. Ja, aber ich könnte jetzt das hier hin und den da hin. Ja, und dann gehen die beiden Produktionen hier um einen hoch. Einmal Stahl und einmal Grün. Ach doch, das geht dann schon das die Produktion grün. Hoch. Das soll grün sein. Ja, das ist grün. Ah, da habe ich jetzt auch der Kreis ist grün. Mhm. Stimmt. Also keine Energie. Energie wird zu Wärme. Gut. Und dann, was ist das? Das heißt, du musst ja auch einen Stall zahlen für das. Stall zahlen, wenn du eine Menschen siedelst. Einen Menschen? Ah, dann habe ich den Stall. Das und dass ich das Firma. Geplant habe. Nicht für die Firma, für den Menschen. Nee, für den Menschen musst du Stahl zahlen. Also ich kriege einen Stahl. Ach, da kriegen wir auch einen Stahl. Und ne? Muss einen Stahl bezahlen. Sicher, dass das so funktioniert? Das, macht doch ja, das ist der Jahresendbonus halt einfach. Ja, was macht der in Kombination keinen Sinn? Steel. Ja doch, also, weil wenn du da keinen Stahl hättest, könntest ich, du genau, vielleicht ich hab, nutzen. Ich habe hab doch auf jeden Fall Stahl da, aber ich bekomme noch einen Stahl. Ja, ja, deswegen. Pro Menschen, den du siedelst, hier zum Beispiel zwei. Sie wollen quasi. Und ich kriege auch noch einen Stahl, das hab ich habe diesen Bonus noch nicht ausgefüllt. Und der kommt natürlich in die Stahlwelt. Das glaube ich dafür, dass man halt den Bonus auch nutzen kann. Das heißt, ich könnte aber auch hier hin. Hast du ein Wurmloch? Und dann. Ja, hat er zwei. Genau, das so kostet zwei Stahl. Ja, habe ich noch einen. Und dann ist es grün und orange. Genau. Genau, dann gebe ich noch einen wieder aus und dann passt das. Viel besser. Ja? Bestimmt. Gut. Cleanup. Cleanup in der Reihenfolge: Jahreszähler vorrücken. Ja. Jahresendkarte ablegen, neue freilegen. Kaufbereiche auffrischen. Weg. Wupp. Wupp. Oh, hier gibt es 5 Happy Faces. Hm. Dann bist du dauerhaft Erster. Kostet aber auch ein bisschen was. Ja, die kostet ein bisschen was. Und der die meisten Happy Faces hat, kriegt am Ende auch 2 Sekunden. Hallo, Steffen. So, das war das. Spielerboards resetten, den Aktionsstein zurückziehen. Die Bauchhinstadion, das liegt da einfach schon. Das liegt da schon, ja. Okay. Dann verdeckte Aktionskarten zurücknehmen. Und dann war es das. Toll, du bist dran. Nee. Als erstes. Ach, Income. Genau. Dann müssen wir mal alles durch hier. Der Income-Check. Aufbau, Spielablauf, Income. Jeder produziert jetzt. Und jetzt muss man gucken, ne, wie viel ist denn noch da? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Orangene, bitte. Ne, 6, Entschuldigung. 6 Orangene, ich habe den vergessen. Danke. Dann von den Grauen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Graue. Und von den Grünen 1, 2, 3. Und du musst ja noch ernähren? Genau, da muss ich 4 bezahlen, also geht einer weg. Kann man den auch hier? Ne, davon geht er. Ach doch, das ist dein Planet. Das ist mein alter Planet hier. Genau. Und im neuen Planeten kriege ich ein von Orange und Grün, bitte. Mein Stahl habe ich mir hier schon genommen. Ich kriege noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Grün, muss aber 4 zahlen. Das heißt, ich kriege 3. 3, 4, 5, 6 Stahl und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Energie. Und auch in der neuen Welt produzieren, ne? Also, das heißt, ich kriege jetzt hier die beiden Ressourcen. Genau. Ein Grün und ein Orange. Zack. Jawohl. So, und hier müssen wir mal helfen. Da kriege ich 1, 2, 3, 4 Stahl, 5 Stahl. Das ist grau. Das ist eigentlich ja, gut. Ja, natürlich daneben gelaufen. 5 Stahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ernährung, muss auf 4 zahlen, also 2. Yay. Jawohl. Und 1, 2, 3, 4, 5 Energie. Ja, das ist doch solide.
Und neue Welt hast du schon. Kommt auf eine viele Aktionen durch. Genug. Gut. Hattest du denn, wer konnte sein Raumschiff zurückschicken wieder? Ich. Hast du nicht gemacht, oder? Ach doch, ist eine, jetzt kommen wir, weil du es verkehrt zu uns verkehrt hast. So, das war Einkommen. Stadionanforderung, ne? Diese Runde kam man noch davon. Ab nächste Runde gibt es dann Minuspunkte, wenn man kein Stadion in der neuen Welt hat. Mhm. Haben wir alle schon. Wohl. Also, die meisten. Ja. Gut. Hat ja noch Zeit. Genau. Dann Aktion in der Reihenfolge wieder. Du fängst an. Tschabam. Was möchte ich denn? Wenn man ein Raumschiff zurückfliegen möchte übrigens, ne, muss man auch die Energie dann vor Ort haben, logischerweise in dem, also eine Energie in dem neuen System. Just in case. Ja, ich nehme euch ja nichts weg eigentlich durch diese Aktion, oder? Oder sehe ich das falsch? Ja, habe ich Space Vendetta. Ich hatte die eine Energie noch übrig. Also hier, Karten da Raumschiffe. Hast du dem Autor geschrieben, dass du das wahrscheinlich heute spielst? Ja, aber kann natürlich sein, wenn ich dem das gestern Abend geschrieben hatte, dass er am Wochenende nicht reinschaut. Oder er taucht plötzlich auf. Die kurze Zusammenfassung des Spiels soll sein, sei vorbereitet, halt die Augen offen. Mhm. Nicht für Karolingi. Achso. Jemand, der es auf der Messe gespielt hat. Ja, das ist ein Opportunitätsspiel. Also wie John Company. Und was Stefan Burg gerade geschrieben hat, das kann ja dadurch, dass du aus diesem Säckchen ziehst, kann halt nicht immer alles so in der Reihenfolge kommen, der du das so, dir hoffst. Was ist das? Für eine Energie? Ein produzieren? Oder bekommst du die Energie? Du kriegst eine Energie, du baust eine Firma und musst dann entsprechend abgeben, je nachdem, was du baust. Ne? Was da. Ja. Oder? Ist das, warte mal, hier sind auch die Jahres. Plan dein Zug und ich sag's dir. Hier die Boni. Aber da hinten gibt's noch. Da steht es nicht auf dieser einzelnen Seite drauf? Nee, das sind Technologien. Okay. Nee, das sind. Okay. Haben. Ja, ich mache einfach hier. Das ist ja nicht unplanbar, du musst das Chaos nur einkalkulieren bei Karolin. Aber für Asian gibt es noch nicht auf Deutsch, aber würde mich wundern, wenn es nicht auf Deutsch kommt. Ich mache das da und dann hätte ich bitte gerne eine Ressource und zwar eine Energie. Oder eine grüne Nahrung. Nee, eine Energie. Danke. Okay, dann unterbrechen wir mal die Suche schnell. Kannst du jetzt nachschauen? Ich möchte noch eine Technologie haben. Den Marker wieder zurücksetzen. Was bedeutet denn. Schau ich auch nachher nach. Ist egal. Braucht man jetzt hier auch zwei oder drei? Da brauchst du zwei. Die drei ist nur, dass es in die oberste Stufe ist. Nicht, dass du das unten runterlegst. Okay, dann möchte ich da mal die erste Stufe machen und kriege eine Ressource. Ich kriege immer eine Energie. Weiter. Wenn. So, jetzt kann ich ja endlich meinen Plan umsetzen. Oh. So, was mache ich? Wir sind gespannt. Ich könnte jetzt aber auch in dieser Runde, wenn ich hier jetzt was baue, auf irgendwas bauen, wo zwei Wurmlöcher sind. Kriege ich den irgendwie vor in dieser Runde? Nee, nein. Ne? Also, wenn du siedeln möchtest, meinst du. Mhm. Ja. Deswegen muss man das vorplanen. Mhm, ganz toll. Ja.
Wie kann ich mir Fabriken kaufen? Ja, kannst du erstmal produzieren. Da kannst du Fabriken produzieren, vorproduzieren, entweder in der alten oder neuen Welt. Und es kostet eine Fabrik, kostet eine Ressource. Aber du hast ja schon hier eine geile Fabrik. Genau, und ich will, ja, aber ich will ja noch mehr haben. Na dann, immer ran. Dann würde ich ja zwei bekommen, wenn ich eine Stahlfabrik baue. Muss ich die noch bezahlen? You may prefab. Prefab ist wahrscheinlich nochmal ein Kosten bezahlen. Prefab ist halt, ja genau. Also würde ich die beiden Kosten dafür bezahlen. Auf dann, any type, ne? Genau, wenn ich dann eine Nahrungsgeschichte haben will. Tja. Und sie mache ich dann später mit der Aktion. Dann mache ich das doch einfach. Also, ich hole mir eine Stahlfabrik. Die sind, was habe ich hier? Die hast du alle. Und eine Nahrungsfabrik, ja? Genau. Cool. Ja. Stahl, Nahrung, Zahl, das ist die eine Technologie, die du hast. Genau. Gain a Steel Factory. Ja. Whenever you prefab a Steel Factory, you may prefab a second factory of any type. Und das war die ganze Aktion. Dann bin ich dran. Mhm. Ich nehme nochmal das. Dann kriege ich bitte erstmal eine grüne. Also hier. Zack. Und als Technologie nehme ich das hier und das ist eine Instant Settle Underwater City Teil. Wenn du sie dann freigeschaltet hast. Genau, und da siedle ich die da. Ach, du kannst es jetzt schon. Ist genau, ich muss diese Freischaltung muss ich nicht haben. Was? Und warum? Da kann ich die da. Settle Water Side. Aber ich dachte, du musst die zweimal triggern. Also habe ich hier schon. Ach, du hast es. Ich habe jetzt zweimal, also erste und zweite und jetzt kommt ja die zweite. Also. Und dann kriege ich grün. Zwei und zwei Produktionen davon und die beide kommen darauf. Und das war's. Imbar. Ja, ich weiß. Dann möchte ich diese Aktion hier machen. Jetzt kann ich ja hier eine Factory siedeln. Oder? Was? Mit der Aktion kann ich einfach hier eine siedeln. Das sind keine weiteren Kosten. Ohne weitere Kosten, ja. Dann möchte ich die hier hinsetzen. Genau, dann Produktion im Grün um 1 erhöhen. Der nächste. Ich will jetzt siedeln, um von meiner Position da jetzt mal was zu haben. Das war die Aktion 2 bei dir. Das kostet mich einfach nichts, ne? Und auch eine Aktion 2. Achso, das heißt, ich kann die jetzt hier hinstellen und bekomme dann jeweils eine Produktion. Genau. In Nahrung und Stahl. Sehr gut. Toll. Ich möchte jetzt etwas bauen. Und zwar baue ich mir hier das Stadion aller Stadien in der neuen Welt. Nehme ich dorthin. Das kostet mich eine Energie. Und das Bauen nehme ich ja noch von der alten Welt. Na, ist verkackt. Zack. Und dann hätte ich gerne hier zwei Energie, zwei grüne, zwei graue. Und dann habe ich ein geiles Stadion gebaut. Das war dumm. Weil ich Angst vor Ben hatte. Vor mir? Jetzt hätte ich mir das andere Stadion nehmen können. Und dann kommt hier ein neues. Guck mal hier, ein Vierer. Das ist nicht gut genug. Aber gleich ist es auch weg. Oh. Den können wir. ich möchte das hier machen. Ich möchte eine Ressource hier eine Nahrung wahrscheinlich. Ah, eine Energie. Und möchte mir hier zwei Technologieteile nehmen. Möchte gerne das. Mhm. Kann ich das dann gar spielen? Das wäre ja, dann die zweite Aktion. Möchtest du bezahlen? Dann bezahle ich die. Und möchte das, weil das habe ich mit den beiden. Mhm. Ja. Und dann gibt meine Nahrungs- und meine Stahlproduktion dazu. Gut. Dann wäre es dran. Ben. Ich. Das war die dritte. Habt ihr auch Energie für die dritte gezahlt? Du auch? Ich muss keine zahlen. Achso, stimmt. Energie zahlen. Also ich zahle schon mal Energie für meine Aktion, bevor ich mir überlege, was ich damit tue. Und zwar möchte ich gerne wieder so ein Schiff haben. Schon ein guter Plan. Weiß und Blau, drei Technologien. Zwei Nahrung, zwei Stahl. Ich hole mir mal so ein Schiff. Und zahle dafür zwei Nahrung und zwei Stahl. Das war's, glaube ich.
Ist das auch eine Infrastrukturkarte oder nur die? Infrastruktur ist rechts, das links ist Stadion. Stadion ist ja eine eigene Aktion. Ah, da kommt noch eine neue Infrastruktur. Der subtile Seitenhieb von Vincent. Was hat er gesagt? Der war so subtil, dass er mir selber nicht aufgefallen ist. Entschuldigung. Ja. Moin, Raccoonian. Ja, ja. Drei graue. Bisher grüne müsste ich mal evakuieren. Nee, gelbe. Gelb, grau und was ist das nächste? Blau. Blau gibt es auch noch, ne? Was kann man denn noch bauen? Stahl bauen. Oh, das mit dem Stadion war doof. Zack. Für zwei Energie kriege ich diese Aktion hier und baue. Oder ich trigger die Aktion hier. Baue die beide da. Und zahle 1, 2, 3. Ne, 2, Entschuldigung. Krieg dafür 2 beim Siedeln. Hast du denn die ganzen Leute her? Ich habe mir welche geklont. Diese Runde auch schon wieder? Nö. Ich habe ja nur, ich habe einmal transportiert, einmal geklont. Ach, das ist, ja, stimmt, transportieren kann man auch. Ich möchte mir für 2 Energie ein Schiff holen. Das ist doch einfach. Ah, es kostet nur 1 Energie. Das ist der Vorteil. Okay. Ja. Möchte ich, glaube ich, das. Nur Stahlbeine. Die Energie für die dritte Aktion. Hat Ben schon gezahlt. Achso, die Erinnerung von mir, dass man die braucht. Das war der subtile Satz. Achso. Apro, ich bin dran, dann zeige ich hier schon mal 2 Energie für die 4 Aktionen. Ich habe auf jeden Fall ausgemacht, weil ich habe das schon von langer Hand durchgeplant. Da kann ich die beiden Geschichten mitnehmen, die beiden Geschichten. Ich möchte mich gerne taggen. Und ich tagge mal hier und kriege noch eine Ressource dafür, dann nehme ich mal 1 Energie. Gleich brauchen wir nur noch 2 Nahrung hier, ne? Und 2 da. Ja. Kriege ich ja. Scheinbar irgendwie hast du es geschafft. Alles gut. Ach, scheiß Dreck. Was? Also 3 Energie. Oh, dann habe ich gar keine Energie mehr. Ei, oh, teuer, teuer. Achso, auch kein Schiff da. Vielleicht brauchst du dann keine Energie. Ja, das ist. Das ist, ja, danke. Genau das. Da waren sie wieder, meine 3 Probleme. Das ist jetzt ein Problem, es wird noch regnen heute. 1. Ja, ich hätte halt gerne eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, also 3. Also müsste ich noch das oder das. Ich gehe dahin. Ja, ich gehe hier hin und für einen Stahl baue ich mir eine Stahlfabrik da hin. Der nächste. Da will schon noch eine Aktion. Ah, da habe ich nicht mehr genug Energie. Ich passe. Du passt.
Tja, dann mache ich auf jeden Fall noch eine Energie, eine Aktion, so. Zahle drei Energie für. Hier, die 5 muss ich dir die Reihenfolge noch abgeben hierfür. Und was mache ich mit dieser tollen Aktion? Ah, ich hätte da ja noch was. Na. Okay. Egal. Darf ich doch noch eine Aktion machen? Mhm. Ja. Sorry. Ja, ja. Ausnahmsweise. Ich mache doch die Zahl 3, kriege aber eine Energie wieder. Oder für eine Technologie schalte ich frei und bekomme. Achso, hast du Energie genommen dafür, ne? Ja. Und bekomme ein Stadion. Pfui. Weil es hat dann Sieger und Stern. Ach, eigentlich hast du schon gepasst. Ja, ja. Nee, hast du. Aber das Stadion kriegst du wo? Da. Für die Technologie. Ja, wo? Gain. Kannst du ja aussuchen, wo? Kann ich mir aussuchen, wo. Ja, aber. Ich mal. Aber ich kann es auch keinen Grund, warum, musst, warum du, wenn weil du. Weil ich es nachlesen kann. Ja. Nee, aber wenn du Gain a Stadium. Ja, macht schon Sinn, das ist auch Stadion. Dann musst du es, also. Nee, hier steht in die neue Welt. Ja, aha. Das will ich aussuchen. Toll, ich hätte sie gern transportiert. Sorry. Was wollte ich sagen? Genau, aber du hast die Technologie, musst du auch immer hin und her, ne? Also. Ja, habe ich. Das ist ja so. Das heißt, du hast auch immer ganz viel Technologie gemacht. Oder ich hab schon gefühlt viel Technologie gemacht, aber. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Technologie. 5, 6 Technologie, dann ja. 4 in der letzten Runde und 2 diese Runde. Ja, ja, glaube ich. Ich kann jetzt klonen, dann kann ich hier eine Nahrung ausgeben und da einfach 2 Cubes packen, ne? Also 2 Scheiben. Das ist bestimmt super. Next! Ich passe. Ich passe. Ich auch. Okay. Aber ich möchte immer der Mehrheit an. Dann Transport. Das entfällt bei mir. Ich kann noch nicht mal das Schiff zurückfliegen. Ich zahle die 3 Energie. Ich kann jetzt den hier rüberfliegen, ne? Ja, aber die fliegen gleichzeitig. Also der ist dann für die Runde geblockt. Den kann ich dann für die Energie. Hier rüber fliegen? Nein, du hast aber eine Energie gerade genommen von dem, den du rüber geflogen hast. Nee, ich habe das Energie da draufgelegt. Ja, das Energie ist halt weg. Die habe ich draufgelegt, ja, die ist weg. Und die Energie hier. Achso, das ist eine Energie. Achso, du fliegst nur für eine Energie. Ich fliege nur für eine. Achso, das muss ich. Durch meine Technologie. Und hier kann ich ja mitnehmen 3 Ressourcen. Bestimmt gut. Blau. Nee, grau. Achso, blau und grau. Blau und grau. So, ich brauche hier am Ende 3 Nahrung. Ist das gestrichelte Nahrung oder die. Das gestrichelte ist Energie. Und was ist Nahrung? Dann das gestrichelte, das die der Doppelstrich. Die doppelte dünne Linie. Mhm. Das ist in der Nahrung. Genau, dann will ich. Das ist Energie. Mitnehmen. Das ist weiß. Weiß geht ja. Aber Energie will ich eigentlich. Energie kann. Ich könnte aber auch so ein Ding hier mitnehmen, ne? Ja. Das hat ja. Nehme ich mal den mit und. Umdrehen. Und das Plättchen davon nehmen. Dann hast du jetzt den. Du da fährst ja beliebig, ne? Genau. Dann hast du noch immer noch grau und blau, was du mitnehmen kannst. Ich könnte 5 mitnehmen, die kann ich aber nicht mitnehmen. Toll. Das sind einfach 2 Männchen jetzt, ne? Das sind welche, hast du mit dabei gehört? Das hier. Ja, 2 Männchen, genau. Blau, also das wäre jetzt grau, ne? Also, nee. Das ist blau, das andere ist der neutrale gewesen. Ja, und 3 Ressourcen, die habe ich hier schon eingelagert. Gut. Und dann ist der Auslage. Dann schiebt das jetzt alles hier rum. Gut. Ich hätte doch die andere Technologie noch freischalten sollen. Ich habe meine. Mhm. Ja, entlade sie. Und schicke sie direkt wieder zurück. Schön, Technologie. Das war die Transport-Turn-Order. Ich habe 5. Ich habe 4. Und bleiben wir so. Bleiben wir so. Das heißt, ihr beiden könnt euch da streiten. Ich gebe mich in der dritten Position zurecht. Und geil. Turn-Order, genau. Progress. Ich habe 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich bin schon genau aus. Achso, erstmal kommen alle auf die Reserve hier, damit sozusagen alles wieder frei ist. Ja, und 9 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ich
kriegt die Technologie. Die flippt. Hast du gerade mich wieder vorbewegt? Ja. Oh. Wieso habe ich denn nicht gezählt? Weiß ich nicht. Aber ich war ja auch schon. Na, du hast ja hier genau. Und hier. Da. Ja. Die kommen alle beiseite dann? Ja, die kommen alle beiseite erstmal. Achso. Okay, habe ich denn nicht gezählt? Entschuldigung. Ich habe auch vorher dich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naja, ist ein bisschen schwächer. Ja. Gut. Einer flippt. Und er kommt direkt hier hin. Und damit steigert die Technologie von allen für den ersten. Ah ne, für den ersten. Oh, oh shit. Ich kriege ja nur das. Kann nur das besiedeln. Okay, das ist gar kein so ein starker Benefit. Ja, ich dachte, dass da. Na gut. Aber ich kriege Technologie. Und die Technologie ist. Stadien kosten als weniger. Das ist natürlich eine heftige Technologie. Was ist das für ein Symbol? Wald. Was ist Wald? Ein Baum. Das hier. Once per year kann ich den triggern. Verrückt. Mhm. Gut, aber also ihr könnt jetzt auch schon wählen. Ne? Ich bleibe ja so, ich muss nur meine Technologie noch ändern. Eventuell. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schade. Das geht nicht, weil ich muss ja mindestens, darf keinen Abstand haben. Das heißt, eine muss hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ach, vielleicht doch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, blöd, 1, 2, 3, doch nicht. Hallo Siroe 73. Aber das Gute ist, und zwar geht das Handy nicht, habe ich mich quasi vorbereitet, was den Zugang angeht. Hoffe ich. Klar, ich bin vorbereitet, aber die Technologie nicht. Okay. Ja, später. Und so. Ich muss meine beiden Teile flippen. Das sind beide. Ja, sobald mein Beinchen hier drüber ist. Okay, also ich habe ja 9 bis 13, also kann ich. 9 bis 13. Mhm, ich kann das um 2 Höhen oder senken. Aber wie kommst du noch 9? Ich habe 11, also entweder das heißt noch 9 oder 13. Okay. Irgendwas dazwischen. 1, 2 auf jeden Fall. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Du musst auf. Ah, nee, musst du nicht schwören. Und bin ich da auf einem? 11, 12. Dann würde ich einen 13 auch noch nehmen. Es ist tendenziell 13. Gut, weil hier platzierst du sie wieder. Ne? Mhm. Die Produktion steigt und hier hast du auch nur Boni. Ja, das heißt, ich habe jetzt beide umgedreht. Jetzt darf ich da siedeln und das lege ich erst. Okay. Mhm. Das war's, dann gibt es jetzt noch die Boni. Ich weiß, once per year. Ich weiß nicht, wann der triggert. Kann ich einmal pro Jahr? Ich weiß nicht, das ist nicht erklärt, ey. Das ist ein bisschen schwach. Ja, in meinem Jahr kannst du das tauschen. Exchange one resource for another. In meinem Jahr kannst du das halt machen. Wenn du es halt ja, brauchst. Aber wie markiere ich denn das? Also ja, du könntest also ja den da rüber schieben, wenn du es willst, dass den da hinlegen. Oder schiebst du ihn da wieder runter. Oder wann ich das machen kann. Kann ich das jetzt machen? Weil wir haben ja noch dasselbe. In meinem Jahr. Dann kannst du es auch jetzt machen, wenn du es brauchst. Ja, aber jetzt kommen ja, kannst du ja machen. Wir sind jetzt in der Bonusphase. Ja, stimmt. Ich bin auf 8, ich krieg 2 Energie. Würde ich die beide umtauschen. Du hattest wie viel? Ja, zu viel. Zu viel, okay. Das war's. Ich krieg auch das, ich kann ja die noch wegnehmen, dann habe ich nur 4. Nur 4, dann kriegst du ja noch mehr als 4. Ja, also das ist egal. Ich kriege Energie, ne? Eine Energie. Erstmal.
Und dann. Hast du genommen? Genau. Und die Energie geht mal hier hin. Und dann kannst du noch eine Factory bauen. Und dann kann ich noch eine Factory for free. Nee, muss ich jetzt bezahlen. Musst schon bezahlen. Also ein Dings für eine Stahlfactory. Okay. Dann kommt jetzt. Mal, Entschuldigung, ich nehme die noch. Ich baue die Factory und kriege die dann zusätzlich. You may prefer a second factory of any time. Okay. Mit meiner Technologie. Jetzt fertig. Ja, jetzt fertig. Hoch, hier wechselt. Die werden direkt getauscht, die drei, dann geht's weiter. Zack. Alle drei oder so die vorderste? Oh, die vorderste. Und das Raumschiff auch noch. Tschüss. Dann Produktion. Hatschi. Produktion. Ich nehme mir einfach mal. Dafür habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1 jeweils. Ja, es ist hier dann doch besser auch irgendwie. 2, 3, 4, 5. Hier. Und von den Dicken auch noch ein paar da. Kriege ich jetzt zwei Stahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Das ist nie der Splitter im Auge Gottes gelesen. Da gibt es Weltenbaumraumschiffe. Da bist du, ne? Mhm. Ich glaube, ich möchte eine Factory bauen. Und dafür eine Energie zahlen. Und dann zahle ich noch extra ein Cube für eine Nahrungslebensmittel. Wir dürfen jetzt auch, ne, im Gebirge bauen. Weiter. Wenn ich siedle, kann ich noch einmal siedeln, ne? Hm? Du bist auf 1. Siedeln ist einmal siedeln, ja. Hm. Und auch nur dort, wo du den Zugang zu hast. Nochmal zu den Infrastruktursachen. Müssen die nebeneinander sein oder müssen die nur... Ne, die müssen nicht nebeneinander sein, ne? Ich glaube, da musst du sie aber noch haben, da müssen sie diagonal sein. Hm, okay. Ich mache mal hier Technologie. Schieb das hier rüber. Jetzt kann ich immer, wenn ich Population setze, ein Stahl insgesamt weniger bezahlen. Und als Ressource möchte ich gerne Energie. Die hast du vorbereitet, ne? Also dieses. Was? Die Technologie, die war vorher auf links. Auf links? Ja, ja. Den habe ich einfach nur rübergeschoben. Next! Ich lege das hier schon mal hin, damit ich das nicht vergesse, dass ich das nicht ausgebe. Ja, ich möchte jetzt gerne hier für eine Nahrung zwei Menschen erschaffen. Klonen. Komisch, dass hier auf deinem Planet alle gleich aussehen. Ja. Und alle, auch alle Geschwister. Außerdem ist unser gemeinsamer Planet. Ich weiß ja nicht, was du hast, aber. Ich möchte siedeln. Dafür gebe ich zwei Stahl aus für zwei Pop. Ich höre da, das sind aber kleine Stahl hier, Mensch. Ich höre ich da eine leichte Kritik an meiner genetischen Diversifizierung? So nennt sich das. Man kippt eine Energie und zwei Stahl. Ja. Ja, denke ich so. Ja, die kann man auch so. Hab den auch gedreht für dich. Da bin ich schon, ja. Die nur mal so als Ergänzung, ne? Also diese Aktionen, ne, die bringen einen schon noch jetzt weiter voran. Jetzt will man halt auch tendenziell schnell vorankommen, damit man die positiven Effekte hier auch wieder aberntet. Und hiermit kann ich jetzt ein Feld voll siedeln, ne? Das heißt, ich könnte jetzt siedeln. Ja. Also kann ich die drei Cubes nehmen und was war Energie nochmal? Du hast zwei Wurmlöcher und ein gelbes. Oder was meinst du? Was habe ich? Eine Energie ist hier das gestrichelte, ne? Das, ja. Das. Das ist ja maximal kacke. Und ich will jetzt auch zwei Stadien am Ende der Runde da haben, ne? Wo willst du zwei Stahl haben? Da? Stadien. Warum? Stadien. Ach, Stadien. Also. Ja. Die möchtest du auch noch haben. Die Anzahl der zu transferierenden Menschen nach oben begrenzt, das ist durch die Plättchen begrenzt, die man auf den Raumschiffen liegen hat. Und natürlich auch durch die alte Welt, ne? Du kannst nur lege ich die beiden jetzt dahin für einen Stahl? Die Begrenzung ist zum einen, es gibt nicht unendlich viele Menschen auf der alten Welt. Mhm. Und eine Energie. Aber ich habe ja insgesamt zwei. Oh, habe ich vergessen umzudrehen. Letzte Runde bist du nicht geflogen. Nee, oh ja, entschuldigt. Ich wollte gerade sagen, es ist ja gar keiner umgedreht, aber jetzt sehe ich, warum nicht. Du Next. Bist dran. Ja. Das war ein wertvoller Hinweis mit dem, oh mein Gott, wir brauchen ja. Wo bist denn du gesiedelt, da? Ich habe dahin gesiedelt. Ich möchte jetzt gerne auch noch einmal siedeln, das kostet mich eine Energie. Die nehme ich von hier und dann siedle ich dieses dort für zwei Stahl. Jetzt auch meine Produktion entsprechend hoch hier, ne? Das heißt, zwei ich habe Stahl und ein Orange, zwei Stahl. Den Stahl hast du bezahlt? Gesiedelt.
Odins Stein muss ich bezahlen für das Männchen. Ja, das Männchen. Und die Energie für die Aktion hast du auch gezahlt? Ja. Die habe ich von hier bezahlt. Okay. Ich kann ja die Energie von hier zahlen, ja. Ich bin schon bei Aktion 2, dann mache ich jetzt Aktion 3. Ich möchte nochmal hier siedeln. Für einen Stahl, für eine Pop. Ich möchte das hier belegen. Ich mache hier dritte Aktion, zahle dafür ein Energie und bekomme dann eine Energie zurück und mache mal hier die Technologie für mich mal an. Next! Wie viele Runde haben wir jetzt? Die dritte? Die schon? Dritte. Wir spielen die und dann noch eine, dann schon vorbei. Aber wo habt. Ah, das war in der Einkommensphase, ne, wo man das abzog. Deswegen hat jeder 2-2 bezahlt. Mhm. Ja, okay. Ich möchte gerne. Ah, hier habe ich auch 2 zahlen müssen. Ne? Das habe ich nicht gemacht. Mhm. Ich möchte gerne. Weil doch, ich habe hab ja Puls 4 2. Wenn man auf sehr, sehr reines Ressourcenmanagement steht, dann ist das Spiel, glaube ich, schon okay. Ob sich das Spiel lohnt, das die Frage ist, was sich lohnt. Also ich bin eindeutig mehr im Team Way of Eternity, jetzt würde ich immer eher auf den Tisch bringen als das hier. Es hat halt sehr wenig Engine Building, nur über diese das, Teile hier. Ich muss das da nehmen. Ich finde es unbedingt spannend, muss ich sagen. Für 3 Energie und eine Nahrung. Und dafür zahle ich 2 Energie. Wenn man gerne plant, und dann ist das... die nehme ich von hier. Ja. Und es hat halt sehr wenig Interaktion. Ja, halt so ein bisschen über... Also, ja, ja, sehr wenig. Gut, aber das ist ja immer... Also, haben wir viele Spiele nicht. Mhm. Next. Next. Meine Pläne gehen langsam zu Ende. Kommt hier ein neues? Ja. Mhm. Ja. Kannst auch einmal durchtauschen für eine beliebige Ressource einer beliebigen Welt. Ei. Und mir fehlen hier einige Sachen, das ist ja ganz schön bitter. Ich könnte es aber auch da bauen. Ich glaube, die 2 Energie gebe ich noch aus. Für die Aktion, da möchte ich was machen. Ich glaube, ich muss die noch bezahlen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht mehr lohnt, sich da noch was zu machen. Ich glaube, ich mache mal. Die sind zu teuer. Da kann ich aber 2 von denen nehmen. Ich mache mal das hier. Gib. Nimm mir hier 2. Nein. Das ist in 2 verschiedenen Gebieten, ne? Das würde ich jetzt nicht hiermit aufnehmen. Genau, das sind 2 Gebiete. Ich denke ja. Also. Naja. Das wird so sein. Das ist nicht nochmal erklärt. Diese müssten sie wirklich. Also dafür müsste es auch nochmal so ein Sheet geben. Vielleicht gab es den auch und der lag nicht bei oder so. Weiß nicht. Das Spiel war ja. OVP. Carolingi hat auch viel, viel weniger Regeln, Cole. Carolingi ist so ein ganz klassisches Design, ein bisschen in die Richtung Hanzo Teutonica oder Age of Steel. Aber hier gibt es die Gold Cards, die Technologies. Explanation, nee, ein Explanation Sheet nur. Also diese Dinger werden nicht nochmal erklärt und vor allem dieses Symbol wird nirgendwo erklärt. Das ärgert mich am meisten. Okay, dann lege ich jetzt den einfach hier runter, gebe den dann vor, ich gebe 2 Energie aus. Jetzt darf ich mir ein Stadium holen, ja? Das ist ja toll.
Das musst du auch noch bezahlen. Die Kosten zeige ich sofort. Ja. Wenn du es baust. Und zwar dort, wo du es baust. Ha! Das ist ja kein Problem. Dann baue ich das hier hin. Das muss ich auch nicht transportieren. Warum soll ich denn damit Stadien transportieren? Das ist doch nur für das Anfangsstadium gut, oder? Ja, oder weil ich hier die Ressourcen, wenn du die Ressourcen da hast, umwandelst zum Stadion, das Stadion dann komplett transportierst. Soll ich hier noch was ändern? Ich möchte es hier entschieben, dass ich noch eine Ressource gebe. Ich zahle das einfach mal von hier. So. Vierte Aktion. Ja. Fertig? Ja. Ich mache eine fünfte Aktion. Die packe ich hier hin. Das ist die vierte Karte. Das heißt, ich zahle dafür eine Energie. Und weil es die fünfte Aktion ist, zahle ich dafür drei Energie. Und als fünfte Aktion mache ich Siedeln. Und da siedle ich den hier. Dort. Und dort dann kriege ich eine Stahlproduktion, eine Energieproduktion hoch. Und ich muss dafür noch einen Stahl zahlen und deswegen nutze ich das once per year. Und dann tausche ich diese gegen Stahl um, um dann die Stahl zu bezahlen. Dann tausche ich noch diese hier um gegen Nahrung. Ich passe. Ich mache mal das hier. Aber für die AP-Spieler hat Carolini eine Sanduhr drin. Ich muss erstmal drei bezahlen. Dann bekomme ich einen wieder und kann drei tauschen. Dann tausche ich die drei Stahl gegen drei Energie. Und das war's. Warum bekommst du einen wieder? Weil ich hier einen bekomme und dann drei tausche. Aber die fünfte Aktion ist, ne? Genau. Achso, man kriegt. Ah, nee, das habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Fertig? Mhm. Ja, das war jetzt das. Dann kommt jetzt Transport. Nee. Du wirst. Achso, ich du, bin passend. Okay, weil ich bin noch nicht machen. Vincent? Ich habe schon gepasst. Willst du noch einen machen? Nee, darum habe ich das mit dir? Darum habe ich das gerade gemacht. Feine Herr, gerade eben noch, oh, ich habe keine Energie. Wir spielen noch vier, darum habe ich ja getauscht. Wir spielen noch vier Runden, ne? Ich habe keine Energie. Also du beendest jetzt diese Runde, komm. Das schafft er nicht. Schade. Mal gucken. Schade. Wann beende ich? So, dann mache ich das hier. Drei Stadien. Und die Produktion gesamt über acht. Alter, da ist so noch ein bisschen was von weg. Ja, also ich mache das, dann kriege ich noch eine, also ich zahle erstmal drei Energie. Drei. Hol mir dann, weiß ich auch nicht, was brauche ich gleich? Vier Nahrung, ne? Sicherheitsräume, meine Nahrung wieder. Dann mache ich das hier. Jetzt kriege ich ein Spaceship for free und kann es sofort senden. Die sind am Ende auch Minuspunkte, wenn man die nicht schafft, oder? Ja, jedes, was man nicht geschafft hat, minus einen Punkt. Das ist ja aufregend. Das macht ja betroffen. So, gelb. Weiß. Was war doppelter Strich? Das ist grün. Das ist Nahrung. Ja. Punkte. Aber es macht jeder eine Population in dem Fall. Stimmt, aber es reduziert hier meine Produktion. Du brauchst eine Nahrung noch nächste Runde. Nächste Runde brauchst du eine Nahrung auf der rechten Seite. Die habe ich ja. Ja. Also ich dachte, ja, das ist gut. Das heißt, ich kann die Nahrung, aber ich will auch Energie da haben, ganz viel. So Energie war gepunktet. Also nehme ich hier das Schiff, das ist ja auch das teuerste. Was habe ich mir gerade für eine Ressource genommen? Keine Ahnung, hab's nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich will auf jeden Fall Energie, sonst kann ich das Schiff nicht losschicken. Ja. Ein Suchi halt, ne? Das war eine Nahrung. Ich finde schon okay. Jetzt sind fein schon die Haare aus, glaube ich. Und dann, das wäre meinen drei Schwestern vor, nicht ein Suchi. Also ich nehme die Geschichte. Nee, umdrehen und die zwei Menschen auflegen. Ich nehme die Geschichte. Und das war jetzt das Gelbe, ne? Das hast du gar nicht. Oder? Nee, warte mal, wo ist das? Ach, grau. Du bist schon beim Transportieren, sehe ich das richtig? Ben ist beim Transportieren. Okay, wir planen das Transportieren. Ich darf das noch in meiner Runde machen. Oh. Ach so. Naja. Na gut.
Und das ist Nahrung. Dann mache ich noch den. Perfekt, sonst dürfte ich noch drei Ressourcen darüber schicken. Ich brauche ja eine gleich, also schicke ich einfach nur die beiden dahin. Wie kriege ich die rüber? Ja, einfach auch draufpacken. Das sind die, die du für die Grauen geflippt hast. Achso, also grau die ja hier hin. Genau, gain spaceship, in immediate load and send it. Aber also gebe ich jetzt da dann die Energie für aus. Und dann fliegt der hier wieder rüber. Und dann lagere ich die hier aus. So, und jetzt habe ich ja noch eine Aktion. Ich möchte gerne passen. Ja. Dann kommt jetzt Transport. Mhm. Alter Verwalter, hast du gerade vier Leute transportiert, also zwei Dinger umgedreht. Cool. Also, bei dem Grau. Also, ja, die beiden. Genau. So, jetzt kommt unser Transport. Der will nicht so. Ich möchte nicht die Möglichkeiten haben. Ich transportiere hier alle vier Ressourcen. Ich kann die nicht transportieren. Also, ja, eigentlich so. Die kann man gar nicht transportieren Geld, oder haben die einfach Grau. Gar keine Farbe? Welche? Die hier können wir immer transportieren. Die kann man immer transportieren. Okay. Vielen Dank, Zeroe. AP steht für Analysis Paralysis, nicht für Aktionspunkt. Aber. Könnte man auch so. Ein Blau auf jeden Fall. Ach, ich persönlich würde, glaube ich, zu keinem der beiden Spiele spielen. Das ist ja mal Geschmackssache. Kann ich nicht. Nein, gelb. Dann fliegen die mal. Ah, ich kann den ja auch mit der Energie von hier rüber schicken, ne? Ne, kann ich nicht. Aha. Dann war das ja voll doof. Was machen wir den da? Den einen kann ich zurückschicken. Nur einen. Das ist ein bisschen wenig. Ist ein bisschen wenig. Jum. Jum. Zack. Was war nochmal, wenn die Stadien fehlen? Ausladen. Dann kannst du nicht gewinnen. Oder Minuspunkte. Und hier gibt's Minuspunkte und am Ende des Spiels gibt es Minuspunkte und immer. Minus, minus, minus. Und der geht darüber. Das ist okay, weil ich habe mich verplant. Haben wir den Transport? Ich wäre fertig. Ich auch. Gar nicht so viel. Dann kommt Turnorder. Ich auch. Turnorder bleibt gleich, oder? Ich glaube, ja. Progress, da habe ich 2, 4, 6, 8, 11. Ich habe 8. Das heißt, ich darf den unteren nehmen. Man kriegt aber nur einen immer den unteren, denke ich mal. Nee, erstmal Progress. Das Bonus, wo du jetzt machst, bist. Also Progress. Progress okay. Ist alle runter. Also nochmal 8, 11. Das heißt, ich muss den auf jeden Fall mal mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schade. Was bedeutet das, dass man gratis Technologie machen darf? Gratis Tecken. Tja. Ja, Fuck. 11. Hilft nichts. Ja, eingeloggt. Dafür bekomme ich jetzt aber hier rüber. Flippst du einen Teil? Flippe ich einen Teil. Also ich nehme das einfach hier hin und zack, zack, zack. Was hast du denn da gemacht? Wo sind die ganzen Funktionen her? Welche Punkte? Das waren nur 2, 4, 5 Sachen da drüben. 1. Ich habe hier. 4, 5, 6, das ist ein orangenes. Das hier war von mir, ist ein orangenes. Und hier sind 2 orangene, 2 grüne. Die doppelt zählen. Die doppelt zählen. Und hier ist jeweils nee, eins. Und hier, das sind halt auch 3. Und da darf man jetzt eine Technologie hier aktivieren. Bei dem hier? Ja, kannst hier direkt. Irgendwie... direkt. Ich habe doch nichts Gutes. Boah, hätte ich das mal gesehen. Zu spät. Gut. Draw, vielleicht gar kein, sondern ein anderer Autor.
Ich mache 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich kann insgesamt 13 gehen. Und das ist eh die letzte Runde, oder? Ja. 9, 10, 11. Du kannst, wie viel hast du? 8? 13. 9, 10, 11, 13 bis 6, ne? Genau, ich will ja drei, also die 13 schon machen. Also ich habe einen Wert von 11. Mhm. Also ich mache 13, ich bin bei 8, 9, 10. 11, 12, 13. F12, 13. Und kriege noch eine Technologie for free. Da. Gut. Dann die Bonuses. Ich habe den unteren. Ich habe auch den unteren, weil ich die abziehen kann. Dann habe ich noch 8. Das heißt, ich kriege den grünen verzichte. Ich kriege nur den grauen. Und den grünen transformiere ich gleich gegen 2 Arbeiter. Das kann man transformieren. Ja, das ist doch der Bonus, ist das hier. Das ist, siehst du unten? Ja, das Grüne ist doch... Ach, nur einen, ne? Nur einen, du nimmst nur eine Pop. Also eine Population dahin. Ach, das ist eine Population nehmen. Okay, Entschuldigung. Dann also kriege ich den Grünen und einen Arbeiter weniger. Dann habe ich falsch verstanden. Ich dachte, man würde einfach umsonst klonen dürfen, aber es ist nur ein Arbeiter. Und ich darf, weil ich mir das freigeschaltet habe, noch einen weiteren Bonusressource nehmen. Ich nehme Energie. Gut. Ah, die waren da. Dann das war Bonus. Dann hast du deine Technologie genommen. Ja, ne? Hier, du hast deine Technologie auch genommen, ne? Ja. Dann ist jetzt Cleanup. Cleanup ist Jahreszähler vorrücken. Macht das irgendeinen Unterschied, ob man da oder da steht? Nee, okay. in dem System nicht. Was gibt's jetzt? Jahreszähler vorrücken. Mhm. Check. Karten zurücknehmen. Alte Jahreskarten, Endkarten abwerfen erstmal. Damit neue freilegen. Kaufbereich auffrischen. Spielerboards resetten, also den Actionmarker zurück und die Aktionskarte zurück. Check. Und das war's. Jetzt kommt Start, also Income. Und wieder produzieren. Und jetzt, jetzt muss man 2 haben. Ne? Also 2 Stadien. Wenn man es nicht hat, kriegt man einen so einen Marker. Genau. Sagst du jetzt? Für jedes Stadion, was einem fehlt. Ja. Also rein formal. Okay, dann produzieren wir jetzt, oder? Genau. Also das ist ja diesen Minusmarker kriegst du auch, wenn du jetzt Ressourcen fehlen, von Nahrung zum Beispiel, ne? Naja. Ich sag mal so. Wie muss man haben? 4? 4 links, 1 rechts. Also bei dir genau andersrum. 3 Energie. 3 Stahl. 1 Grün. 3 Stahl. Und hier haben wir 9 Energie. Tja. Aus dem Weg, da Geringverdiener. Wie du so sagst. 2 Nahrung. 5 Nahrung. Das ist schön, ich habe einfach zu wenig Energie. Zack. Dann Ernährung. Habe ich hier eine und hier noch 4. 1. Hier. Ernähren macht ihr auch gleichzeitig noch, ne? Habe ich schon. Das war Income. Und für jede Ernährung, die einem fehlt, oder jedes Stadion, was einem fehlt, halt ein Marker. Ein Minus-Check. Warum muss ich jetzt 3 Stadien haben? Weil wir machen ja am Ende der Runde keinen Check mehr. Nee, aber um hier den Finish zu machen praktisch. Du kriegst eine Strafe, wenn du am Ende keine 3 hast. Das ist ja nö, das Einkommen haben wir nicht mehr. Das prüfen wir nicht nochmal. Genau. Aber die Siegende ist ja entweder das Race, wenn es jemand also das schafft, alles zu triggern, dann werden abgezogen jeweils 1 Punkt für jedes Stadion, was du zu 3 fehlt. Genau, aber da wir jetzt einfach für Runden spielen, kriege ich dafür nicht mal einen Punkt abziehen. Doch.
Ende des Spiels. Ja. Für jedes Stahl, was dir fehlt. Kriegst du einen Punktabzug. Kriegst du einen Punktabzug. Genauso wie für jede nicht evakuierte, jeder nicht evakuierte Ort. Jeder Minus-Chip gibt dir minus einen Punkt. Und noch was? Fehlende Stadion, Penalty-Chip, nicht evakuierte Ort. Und die meiste Zufriedenheit gibt einem zwei oder einen Punkt. Oh. Du bist dran. Ja. Das möchte ich denn gerne machen. Ja, und das ist jetzt das Ding, ne? Wir haben also nie geschafft, auch blau zu besiedeln. Ne? Weil jetzt keiner von uns ist ja hier. Ganz klar. Ben Hetz. Na, ja, ich hätte noch ein paar Schritte. Vielleicht, mehr Schritte, wenn du noch mehr, du hättest noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte mehr. Und ja, das ist, schon ist auch Energie, die dafür. Ja, ja, aber ich meine, du brauchst auch 6 Punkte. Ne? Also, ja, weil du hast ja plus 2. Du hättest es vielleicht ja, theoretisch, wenn man es darauf anlegen würde, könntest du gucken, ob du es jetzt noch schaffst, weil das als letzten Bonus siedeln hat. Aber siedeln bringt ja nichts, oder? Ja doch, dann könntest du ja, weil du vorher dich bewegst, vor dem Bonus könntest du dann noch blau besiedeln. Achso, dann könntest du noch blau besiedeln. Stimmt, dann könntest du noch blau besiedeln, ja. Aber das ist jetzt so eine Endkarte, ne? So eine End. Das ist eine von den beiden, also zwei Karten. Ja. Also das aber halt sehr wenig Aktionspunkte ausgeben, ne? Mhm. Gut, aber ich darf wenigstens im Grünen siedeln. Ja, und wenn du ja zwei drüber schiebst, ist ja auch die Produktion und jedes eins erhöht. Das ist natürlich auch Bombe, ne? Ja. Hätte Ben auch schaffen können. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, das hättest du schaffen können. Kriegt er aber auch am Ende vor der Abrechnung. Kann es ja noch schaffen. Wir machen ja noch mal den Progress. Stimmt, einmal Progress ist ja noch. Ja, ja. Okay. Ich möchte gerne... Ja, so ein Stadion bauen. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, ne? Aber sind ja alle ganz... identisch eigentlich. Dass ich das nicht freigeschaltet habe, so dumm. Das zeigt sich mir wieder. Nicht kartengesteuerte Spiele gefallen mir weniger als kartengesteuerte. Das hat ja kein Engine Building drin, oder kaum. Nee. Das halt ein bisschen. Ich kaufe mir das Schiff. Also eigentlich machen wir die ganze Zeit über nicht das Gleiche. Da brauche ich ja dann noch eine Ressource. Ja, dann mache ich mir erst eine Runde später. Boah, jetzt ist er noch da. Braucht ihr unbedingt das Schiff? Eigentlich nicht. Du nicht, du auch nicht. Ich nehme es mir schon, wenn du es nicht nimmst. Wirklich? Nee. Ja. So, du brauchst doch gar keine blauen mehr. Ich habe hier blau noch nicht evakuieren können. Blau, du hast noch einen blauen. Nur noch einen einzigen. Eins, zwei, drei. Hä? Einen nur noch. Stimmt, aber den kann ich nicht evakuieren, wenn ich kein Blau habe. Ach so, weil aber das Schiff hat ja auch blau. Aber das kann ich mir gerade noch nicht leisten. Ach so. Ich brauch blau und ich brauche aber blau und gelb. Ich habe einmal was befehlt bestellt. Cool. Ich auch. The Game in der Hippie-Version. Werde-Maschine. In 70 Euro billiger als in Deutsch. Blau und gelb. Blau und gelb kann ich mir auch leisten. Warum ist das denn so krass, dass das hier 4, das hat 2 da oben, das kostet hier 4, das kostet hier 6. Klar, eine Technologie weniger. Ja, also ein ja. Ressource. Also dann nehme ich das doch. Und dann muss ich aber umtauschen, diese Energie hier. 3, die Energie weg. Wir können übrigens Energie jetzt nur noch von links nehmen, ne Ben? Wenn man beide da hat. Alle können nur noch Energie von links nehmen. Weil wir alle da drüber sind. Ah, okay. Du hast ja beides. Ich habe da auch keine Energie. Das ist für mich okay. Ich auch nicht mehr. Aber für die Raumschiffe brauchen wir noch. Ja. 2 Energie zurück. Einen habe ich gegen was Grünes ausgegeben. Und der zweite Tausch ist hier diesen grünen. Zack, zack, gegen noch eine Energie. Zack, und der nächste. Ich möchte das hier spielen. Für eine grüne Ressource. Und dann 2 von diesen Aktionen. Und ich möchte gerne die hier nehmen. Und gleich spielen. Weil ich hier 1, 2, 3, 4 habe. Kostet eine grüne.
Oder brauche ich da Firmen? Vier Firmen. Ich habe vier Firmen. Wieso Firmen brauchst du? Also, weil hier braucht man ja Leute. Ja, aber da brauchst du beliebig, da musst du nur die weißen Felder besetzen, meine ich. Achso, ich dachte, weil für dafür die, kommen. Die Firmen sehen ja nochmal so aus, guck mal, da gibt es auch welche mit Firmen. Okay, dann sind das aber nur die Felder. Das hast du bezahlt? Das muss ich noch bezahlen. Genau, und du darfst die Karte nur einmal haben. Ne? Ist aber, okay, ja. Aber ich krieg zwei Stahlproduktionen, ja. Eine Pflanzenproduktion, eine Energieproduktion. Ben. Ignoring the requirement, okay, das ist ja easy. Müssen wir jetzt nochmal versorgen Nahrung am Ende? Nö, ne? Nö, das wird nur abgerechnet. Das Einkommen, Nahrung wäre der Versorgen im Einkommen. Das heißt, wofür brauche ich Nahrung jetzt noch? Um irgendwas zu bauen, zum Beispiel ein Stadion. Oder um was zu klonen. Hm. Und du brauchst natürlich die Nahrungsproduktion, weil am Ende deine Siegpunkte werden bemessen an der niedrigsten Produktion. Gut, die ist bei mir überall niedrig. Also momentan ist es ja auch nicht. dann hole ich mir was im Stadion, hole das hier und baue das auch gleich für 3. Bin ich dran? Komplett neues Stadion. Du bist dran, ja. Ich glaube, ich habe halt kaum mehr Energie für das, was ich machen möchte. Das nehme ich hier. Das ist auch zu geil. Gab es noch mal so ein 5er Happiness Ding? Ja. Ja, ist ein bisschen wie bei Calico. Das Teil, das man braucht, kommt immer direkt nachdem man drin war. Ich möchte mir ein Raumschiff kaufen für die 4 Stahl. Aber und Calico ist brutal hoch, finde ich, bei Board Game League. Calico ist ja auch gut. Ja. Ich finde das gut. Ja, es ist also so. Schlecht ist es nicht, aber mir hat es total Kopfschmerzen gemacht. Und man zittert am Ende. Ja, aber man zittert am Ende, ob man es hinkriegt, das ist vom, so dermaßen vom Draw abhängig. Yes. Ja, das ist brutal. Aber diese retardierende Momente, wenn man sagt, es geht nicht und dann putzt man einfach weiter und einfach los. Ja, es geht nicht, aber der kommt ja am Ende auch nochmal. Nämlich dann, wenn du halt in dem Moment nicht darauf gegangen bist, wenn du losgelassen hast, let it go. Und dann auf einmal kommt dieses Plättchen aber. Dann kommt nochmal dieser Moment, wo man sich sehr ärgert. Ich möchte gerne siedeln. Und zwar. Kann ich an einem Sektor siedeln? Dann sind wir da und zahle da 2 Stahl. 3 Stahl. Nee, 2 weniger. Das war ein weniger. Mhm. Und du bekommst dann Produktion? Ach ja, bei allem 1, ne? Siedeln hört sich gut an, bin ich dran, ne? Mhm. Ich habe. Was habe ich für Symbole? Da darf man sogar upgraded siedeln, wenn ich das richtig sehe. Den und den. Zack und zack, zahle 1 Stahl zum Siedeln des Menschen und bekomme dafür Produktion 1 Stahl und 2 Grüne. Da ist eine Katze drauf, die wir haben. Heißen wir uns dann 9 statt einer 7. Ich möchte auf jeden Fall für alle eure Energie gezahlt für die dritte Aktion. Ich habe auch keine dritte Aktion. Ich nicht. Ich möchte auf jeden Fall, ich möchte hier siedeln. Ich darf aber nur auf Orange siedeln, ich bin nicht so cool wie ihr. Und ich habe gerade keine Voraussetzungen, die ich erfülle, das heißt, ich bin noch uncooler als ihr. Gibt es irgendwo Orange und Grün? Aber ich kann mit den beiden, die ich hier habe, die beiden besiedeln und gehe Orange und Grün. Ich zahle dann eine Energie. Und ich kann dann nachher noch genau eine Aktion machen, wie aufregend. Die Technik ist kacke. Dann siedle ich noch einmal. Oder hole ins Stadion.
Die kosten ja alle Nahrung. Zum Dreck. Die Stadien. Mhm. Da habe ich mir kein Stadion, sondern siedelt tatsächlich hier nochmal drei Dudes. So, auch wieder hier hin. Das Stadion ist halt auch nur ein Siegpunkt, oder? Wenn ich das richtig sehe. Mhm. Dann geht alles ein hoch und das war's. Die Ressourcen hier am Ende bringen uns ja auch überhaupt nichts. Nee. Wollen wir jetzt noch. Bist du fertig, oder? Mhm. Ich mache den dahin. Dafür zahle ich insgesamt 3, nämlich für meine Flutterkarte und 2 für das. Zack. Und dann kann ich nochmal siedeln. Und dann siedle ich hier hin. Ich müsste eigentlich wo ziehen, wo es viel Grau gibt. Sehe ich nicht. Und da. 2 Grau, 1 Grün. 1, 2 Grau, 1 Grün. Ich habe damit das Spielende getriggert. Weil? Muss ja richtig sein. Ja, jetzt seid ihr beide seid ihr doch jeweils einmal dran. Mehr hatte ich nicht. Obwohl, ich mache das noch nicht. Ich nehme mir vorher. Ich nehme mir vorher eine Ressource. Da. Weil ich die Ressource brauche. Und zwar an der Stelle. Gut, dann mache ich das in der Aktion danach. Was willst du da machen? Das Ende Trigger. Wie? Na, indem ich das mache, was ich jetzt vorgezogen habe. Achso. Ich zahle 2 Energie und möchte hier unten noch was machen, dass ich einfach die Karte nicht zulegen muss. Das hier. Und dann möchte ich hier noch eine Karte nehmen und spiele eine, die hier, muss dafür ein Stahl zahlen und gehe hier noch 2 Energieproduktion hoch. Das ist die Produktion? Ja. Ach, das sind nicht einzelne Ressourcen. Ja, sonst wären sie ja kacke. Ich dachte schon die ganze Zeit, warum soll ich den Scheiß spielen? Also, damit habe ich meine meiste Produktion gemacht. Ich muss nach. Das ändert ja alles. Mhm. Mhm. Dann mache ich das, gebe dafür 2 Energie aus. Uhu. Kriege eine wieder, wahrscheinlich, weil ich jetzt die Technologie mache. Ich schalte die Technologie frei. Jetzt kriege ich eine Infrastrukturkarte, die ich spielen kann. Ich ignoriere Voraussetzungen. Dann nehme ich dann die hier, muss dafür wahrscheinlich trotzdem den Stahl zahlen. Und kriege dann einen Schritt hier und 2 Schritte da. Jetzt mache ich diese Aktion praktisch hiermit. Da muss ich dann insgesamt 3, also jetzt für diese andere Aktion dann, ne? 3 plus 1, also 4 Energie noch zahlen. 2 Energie zurück. Und was ich vorher auch nicht gemacht habe, ich habe nicht den Stahl bezahlt, um die Männer zu setzen. Mhm. Und dann habe ich jetzt das Spielende ausgelöst und damit seid ihr alle beide noch einmal genau dran. Ich möchte. Ich passe auf. Ich gucke noch einmal sicherheitshalber. Ist egal. Ich weiß aber, dass wir richtig gespielt haben. Haben wir ja. Weil ich denke, das Video wird das einzige sein, was wir online da sind zu kommen. Nicht wahr? Wenn, was daran liegt, dass du es nicht nochmal spielen können wirst. Aus Zeitgründen. Ich würde so gerne, Leute, es ist wirklich also ein richtiges Herzensspiel. Ja, ich glaube, bei Solo-Spiel könnte ich mir es gut vorstellen. Da habe ich 20 andere Spiele, die ich solo lieber auf dem Tisch. Ja, das stimmt schon. So, Race Mode. Als halt ein Puddel. Das muss man mögen. Der Race-Mode ist auch empfohlen als der normale Spielmodus. Also nochmal so. Ist speziell für das erste Spiel. Also müssen wir nochmal eins spielen ohne den Race-Mode. Ich mach's. Okay. Stell dir mal das Spiel. Immer dann passiert, in this case, players later in play order, also nur later in play order, are given a chance to play one final action. Then the action phase ends.
Also dass alle die gleiche Aktionszahl haben. Alle gleiche Aktionszahl, genau. And players get a final transport phase, after which the game is over. Es gibt keine, eine Bonusphase gibt es auch noch. Sonst gibt es ja keine Bonus. End of the, nee, the game end adjust. Nee, Bonusphase gibt es nicht mehr. Das ist nicht noch getriggert. Es gibt nur noch eine. Ach, weil du die Race. Weil ich den Race gewonnen habe, wird diese Bonusphase nicht nochmal getriggert. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich anders. So ein Scheiß! Habe ich jetzt ehrlicherweise aber auch nicht mehr gewusst. Also nochmal. Das ist natürlich bitter. Once ja, aber machen. The Phase is complete. Ne, deswegen gibt es das. Ne, du kannst nicht darauf spielen, weil es vorher ja, getriggert ohne das Zetteln ist natürlich jetzt bitter. Darauf habe ich gespielt. Ja, ich auch die ganze Zeit. Das trifft mich hart. Okay, zack, aber wir, zack, ich zack. Passe, du passt. Nee, wir beide dann machen wir jetzt noch eine Transportphase. And players get a final transport phase. Ja, ich nehme alle, was ich da habe. Ein gelb, ein zwei blaue. Also einen blauen, zweiten blauen und gelb und grau. Ja, die kann ich also alle transportieren, aber es ist egal, weil ich kann die nicht mehr auf den Planeten unterbringen. Also die bleiben jetzt hier eh im Orbit. Ja, sind aber keine nicht. Die sind halt weg. Ich kann nicht mehr sonst transportieren. Schön. Und dann sind meine Raumschiffe auch alle auf der neuen Welt. In der neuen Welt. So, und hier sind formal die Sachen noch. Habe ich aber keine Ressourcen auch mitgebracht. So, dann kommt jetzt Scoring. Mach noch kein Progress mehr. Ist ja auch egal. So, steht hier. Da gibt es aber auch keine Strafen. In this case, Player. Nee, doch, nicht. Strafen gibt es ja schon für den Scoring jetzt noch. Genau, dann scoren wir. Ach, das gibt es dann. Natürlich. Then the action phase ends and players get a final transport phase after which the game is over. If the game is met in some other phase, the game ends once the phase is complete. Okay, penalties and bonuses. Minus ein für jeden Penalty-Chip. Also du nimmst jetzt deine aber ich kann den auch transportieren. Ich habe ja eine Energie bekommen, die ich auch hier hinlegen könnte. Also hätte ich noch den blauen hier rüber transportieren können. Wie schön. Natürlich ein Minuspunkt weniger. Jetzt gibt es Adjust your lowest production marker. Minus 1 für jeden Penalty Chip. Und wenn ich dann auf 0 bin? Ja, 2, 4, 6. Wie hast du denn die hast das geschafft? Dafür gibt es doch Penalty Chips, oder? Ach, die hast du jetzt schon genommen. Also, ja, okay. For each, ja genau, aber die Penalty Chips gibt es jetzt erst for each world, old world site not evacuated. Ich nehme erstmal. Also würde ich erst runtergehen oder erst die Marker bekommen? Nein, das ist beides zugleich. Du bekommst für die Penalty Chips kriegst du Minuspunkte. Mhm. Und danach gehst du runter. Also du hattest noch nicht so viel Penalty Chips. Also in welcher Reihenfolge passiert das jetzt? Na, ist egal, in welcher Reihenfolge. Du kriegst jetzt erst für die. Warum hast du sowieso schon 3 Stück? Weil ich hier nicht genug Kram hatte. Ich hatte wieder, davor. Genau. Aber nicht in dieser Runde jetzt. Nein, sondern nur davor. Das ist der Stand, den ich jetzt habe. Dann kriegst du erstmal minus 3 dafür. 1, 2, 3. Und jetzt bekommst du minus 3. Also das sind ja keine Penalty Chips, aber das sind diese Dinger. Du gehst einfach runter. Du gehst sozusagen runter für. Du kriegst dafür keine Penalty Chips, sondern du gehst einfach runter. Genau. Okay, wenn ich bei 0 bin, ist es vorbei. Ja, wahrscheinlich. Dann minus 1 für jedes Stadion, was fehlt. Schon gemacht. Ich habe alle Stadien. Plus 2 für die meisten Happy Faces. Nee. Dann habe ich hier. Zack. Den Happy Faces habe ich bei der Zeit schon richtig angekostet. Aber musst und du jetzt, plus mit, eins, musst jetzt eigentlich mit dem hochgehen, weil das dein niedrigster ist? Das und dann plus 1 für die meisten Happy Faces, wenn du der Zweitmeister hast. Die Zweitmeister. 2, 4. So. Und dann ist das Endscoring halt einfach der Marker, der am niedrigsten ist. Also bei mir 8. 0. 5. So. Ja, das war Evacuation. Und das Witzige ist, es hat sich 100% genauso gespielt, wie ich es nach dem Lesen der Regeln erwartet habe. Es hat sich so gespielt, wie ich es erwartet habe nach deinem Anteaser. Das soll jetzt keine abschließende Wertung sein, aber genau so habe ich es wirklich, ohne dass ich irgendwas bisher darüber sonst gesehen oder gesehen habe. Also ich sehe schon den Kommentar unter meinem Gezockt. Wir haben es gespielt, man kann schön planen, Timing ist sehr wichtig und nach 3, 4 Partien glänzt es erst. Das Problem mit dem Timing ist auch, dass das Timing ist halt brutal, Analysis, Paralysis. Wie weit gehst du vor? Ne? Wie viele von den Chips legst du? Zählst du hier ab? Ne? Dann ist am Ende doch belegt, wo du hin willst und so. Und das kannst du so weit gar nicht vorausplanen, weil die Unwägbarkeit, was die anderen denn am Ende machen. Und das Heftige ist, wir haben jetzt mit der gönnerischen Methode gespielt. Normalerweise musst du auf die Punkte kommen hier. Ne? Mhm. Im echten Spiel. Und dann die Rückseite hiervon, ja, damit hast du dann nochmal mehr Auswahlmöglichkeiten, weil du die Karten nicht nur als Karten spielen kannst, ich glaube, die werden gedraftet oder sowas, sondern auch noch als
also nicht nur so spielen, sondern auch noch andersrum spielen kannst. Ich glaube, man kann die Minuspunkte nicht auf die Ressourcen verteilen, Thorsten, weil es immer von den niedrigsten weggeht. Ja. Ja, okay. Hier gibt es noch einmal. Ja, es gibt jetzt noch Module. Achso, ich krieg jeden Marker einen hoch, also weil die waren ja gleich hoch, dann würde der so würde bei mir am Ende sein. Also hast du auch 0 Punkte. Ich habe dann, nee, die, der niedrigste zählt ja, das, der ist ein Zehner. Das ist auch der niedrigste. Der Zehner. Und das ist dann. Er hätte den dann nicht übt. Weißt du, ich hätte nicht den 2, sondern. In dem seltenen Fall steht das hier direkt. Ich gönn's dir. So. Ja, also was es jetzt noch gibt, ist der Point Mode. Dafür gibt es auch noch einen Block. Ja. Dann würde man auch noch mal Punkte aufschreiben müssen. Dann gibt es noch Endgame Scoring Cards. Auf die kann man dann logischerweise auch noch spielen. Die waren ja auf der Rückseite hier beschrieben. Mhm. Da bekommt man für irgendwas, was man geschafft hat, nochmal 40 Punkte. Die sind hier auf der Rückseite drauf. Dann gibt es noch diesen Modus hier. Dabei werden diese Halbmondplättchen an irgendwelche Orte rangelegt, wo hier so eine Halbmondseite ist. Mhm. Und Moment. Oder hat das noch was mit dem Solospiel zu tun? Nee, eigentlich nicht. Hier ist das ein ganz normaler. Und dann hast du halt irgendwelche, ich glaube, du darfst musst in der Reihe oder kannst oder bekommst einen Bonus, wenn du in die Reihe legst. Wo diese Marke halt dran. Also wie Havalandi. Dann gibt es noch Public Tasks. Vom Meister geklaut. Public Tasks sind diese öffentlichen Aufträge. Hier. Da liegen dann 4 Stück davon aus. Und die kannst du auch noch erfüllen dann jeweils. Tja, der. Also such ja einen Solo von Spielen, die direkt wieder ausziehen. Solo gibt es da noch jede Menge. Ne? Also gibt es, also ist gar nicht, die Regeln sind dünn Solo. Solo ist nur eine einzige Seite. Es funktioniert schon, aber es funktioniert. Es funktioniert, ich finde, das konkurriert halt so in der Komplexität und sowas wie Sky Mines, auch vom Thema her, da ist Sky Mines viel besser. Für mich, also weil es halt viel interaktiver ist und spannender von der Kartenmechanik. Aber also die Technologie macht es schon ganz cool hier, das finde ich nett. Ja, aber es dauert halt auch zu lang. Aber es ist zu wenig in dem Sinne. Aber hier, naja doch, aber das Ding ist halt, du mischst ja und dann sind die unterschiedlich. Es gibt auch noch ein 4. Technologieboard komplett. Das heißt, wir haben gar nicht gesehen. All your technologies now require only one token to develop. Das hätte Ben auch brutal was gebracht, ne? Wenn du den entwickelt hättest. Hallion. Hättest du sozusagen nur noch hier und hier, obwohl das auch nur 2 Aktionen gespart, ne? Ja, 2 Aktionen sind schon eine Menge hier. 2 Aktionen sind eine Menge, das sind ja 6 Energie. Ja. Oh, aber es ist einfach die Art von Spiel, die mich halt nur. Und du musst halt auch gucken, immer, dass du zum Beispiel hier ne, schauen, ja, wann du darüber machst, damit du genau weißt, ab wann kann ich jetzt von links und rechts die Energie dafür nutzen. Oder ab wann nur noch von links? Ich bin super dankbar, dass ich das jetzt nicht mit Flo gespielt habe. Flo würde sagen, und sofort nochmal. Und dann müsste ich mir wieder Ausreden einfallen lassen, warum nicht. Ja, das funktioniert. Die Raumschiffe fliegt man eigentlich nur einmal. Ne? Also ich habe jedes Raumschiff nur ein. Ich habe eins, habe ich zurückfliegen. Ja, also du hast die Technologie dafür. Die Technologie, du hast die, oder Ben hat die gehabt, irgendwie einer? Ich hatte sie. Mit dem, du kannst sie sofort zurück. Also eins ist, glaube ich, 4-mal geflogen bei mir. Ja? Ja? Ja. Was heißt hin, zurück? Also jede Runde immer sofort zurück. Aber wichtig. Ja, also dieses Balancen der Ressourcen auf beiden Seiten in Kombination mit diesem Vorgehen, das hat mir eine Runde mal versaut, weil ich konnte ja dann in der Runde, war ich mit 2 hier und deshalb konnte ich quasi nur von hier die Ressourcen nehmen. Das ist halt so eine Sache, das muss man halt sehen und das sieht man gerade. Also nur von ja, weil ich beide Satelliten auf der Seite hatte, konnte ich nur von der alten Erde. Die Energie nehmen. Ja, das hat mich halt dann in der dritten Runde, glaube ich, war die, wo mir das Genick gebrochen hat. Ja. Okay. Ja, wobei, das bringt dir eine Aktion mehr netto, ne? Wahrscheinlich, oder? Hätte es noch viel mehr gebracht. Wahrscheinlich. Weil in der Runde da drauf hast du die Energie ja dann. Ne? Weil sie nicht ausgegeben hast. Weil du die nicht ausgegeben hast. Also kommst du auf netto auf fast dieselbe Anzahl von Aktionen. Mhm. Oder? Wahrscheinlich. Du hast hinten noch das dann mehr. Und das Einzige, wo wir wirklich Kompetition haben, ist ja hier. Mhm. Und da sind dann eventuell die Slots weg, wobei du auch Alternativen immer noch ganz gut hast. Ja, weil bitte ist halt, wenn du dann hier die Energie wegnehmen musst für die Aktion, also die gleichzeitig zum Fliegen brauchst, und das Fliegen ist halt dadurch eingeschränkt, dass du sagst, okay, wenn ich halt eine Runde das Fliegen verpasse, fehlen mir halt hier 3 Minuspunkte oder so. Und ich kriege ja dann diese Sachen nicht mehr.
Ich brauche ja die Energie so, weil auf du, der Seite. Achso, weil du mehr Zahlen brauchst, um die Satelliten bei der Funktion zu machen. Generell, wenn ich hier nur drei Energie habe, brauche ich eigentlich zum Fliegen. Boah, so zugleich noch für die Aktion, das bleibst du mich halt aus. Ja, aber trotzdem ist einfach der einer, wenn du zwei hast, dann ist einer davon der niedrigste und den bewegst du dann runter. Das ist relativ easy eigentlich. Also dieses Scoring ist schon ganz süß, weil du halt den niedrigsten nimmst und der dann halt hoch und runter bewegt und sich auch nur ganz bisschen noch bewegt. Also eigentlich ist das schon. Bei mir hat der sich schon ordentlich bewegt. Ja. Normalerweise hat man ja nicht. Wofür hast denn du drei Penalty-Marker bekommen? Einen hast du für ein Stadion bekommen? Ich Stadion nicht hatte und zwei Nahrung nicht hatte. Also zwei Nahrung nicht. Ja. Ja gut, das habe ich alles vorgeplant. Doch, ich hatte Jürgen. Was? Nee, das, also mit dem Dynamo habe ich wirklich vorgeplant. Das kannst du ja auch, weil es ist ja total easy, ne, die beiseite zu legen. Es wird noch mehr in die Wunde. Nein, ich meine, das war nicht böse gemeint, aber hier ist es ja nicht so, dass du nicht weißt, wie viel Nahrung du brauchst. Ja. Du weißt genau. Genau. Und auch ich habe mir die Energie für die Raumschiffe auch immer schon beiseite gelegt und habe gewusst, dieses Raumschiff fliegt halt mit der Energie und das fliegt mit der Energie, damit ich die gar nicht erst benutze. Es gab für mich gar keinen Grund, diese Stadion hier zu bauen, ich hätte es direkt hier bauen sollen. Ich dachte, ich nehme so ein Schiff nachher mit, das ist irgendwie einfach. Habe ich hier die Ressourcen, ich hätte hier mehr die Ressourcen über. Ich hätte das also einfach da hinbauen sollen, dann hätte ich schon mal. Aber du hast ja nicht die Wahl, du hättest aber nicht die Wahl gehabt, Stadion oder Ressourcen. Nee, weil ich hatte ja, habe das Stadion ja mir genommen und. Ich hatte, glaube ich, hier die Ressourcen und ich habe es irgendwie hier, um es da hinzu. Es ist leichter, ein Stadion zu transportieren, als die Ressourcen zu transportieren. Genau, aber ich habe dann nachher nicht das Schiff genommen, mit dem ich die Ressourcen transportieren konnte, sondern ein anderes Schiff und deswegen lag es nur noch hier hinten rum. Naja, das war ein bisschen doof. Mhm. Aber ist dann schön gut warm gewesen im Stadion wenigstens danach. Aber ich finde, es ist kein schlechtes Spiel. Nein, schlecht ist es nicht. Aber es muss wirklich, und dem muss es sich aussetzen, es konkurriert in einer. In einer Situation, in der es Spiele auf ähnlichem Komplexitätsgrad gibt, die halt nicht so klein sind. Wenn du eine Sammlung von 100 Spielen guckst, habe ich keinen Grund, das hier rauszuholen, bevor ich 80 andere Spiele rauszuholen. Das ist halt interessant, ist schon, dass du halt zwei Sachen hast. Das wird ja hier immer weniger. Ja, natürlich, das ist interessant. Ressourcengenerierung ist halt hier weniger und hier wird es dafür immer mehr irgendwie. Am Ende hast du wirklich einen gefühlten Overflow. Technologie hast du bei. Und du hast hier einen leichten Area Control nicht, aber so einen leichten. Ich fand die halt unterschätzt mächtig, wenn man das hinkriegt. Ich glaube, auf die Klammer tun. Da hast du auch schon dieses eine Mal. Weil die halt einfach gut Produktion machen. Wo war das? Hast du schon weggemacht? Diese Karte, ja. Aber das ist halt das, ich habe auf das gespielt und gleichzeitig habe ich immer versucht, diese Boni mitzunehmen. Auf das Rundenende für den niedrigsten. Das beißt sich ein bisschen, weil dann kommst du hier nicht voran. Und kannst hier nicht bauen, um dann hier die Guten zu nehmen. Ich habe gedacht, hier gibt es aber nur eine Ressource. Genau, wichtig ist, dass du auch vorankommst, damit du hier am Ende, also zum einen gibt es ja hier am Ende ganz coole Sachen, ne? Ja. Aber hier hast du auch zum Beispiel eine Gratisaktion davon. Und dann, wenn du der Erste bist, der hier zum Beispiel hinfliegt, kannst du hier einmal triggern und hier einmal noch umsonst. Das ist auch ganz cool. Und hier kannst du dann im Wasser bauen und im Wasser gibt es halt brutale Boni. Ne? Also hier diese, die sind halt schon super krass. Du musst ja auch sehr viel investieren, dass du reinkommst. Ja. Gut, das war dann einmal Evacuation. Ich glaube, wir haben auch keine Spielfehler gemacht. Ich glaube nicht, dass wenn wir Fehler gemacht haben, ist es so, dass man sich versehentlich irgendwo mal was nicht genommen hat. Oder das so. Problem ist halt nicht gezahlt, aber ich glaube, das haben wir genau. Aber wenn du, also dieses ist halt schwierig. Dieses mit den Zahlen finde ich schwierig, irgendwie, dass du das nicht vergisst. Und auch, dass man hier zum Beispiel, wenn man Menschen siedelt, dass man dann für jeden Menschen auch einen Stahl zahlt. Das ist auch nochmal schwierig. Das hat hier immer sehr klein angemerkt. Auch das mit dem hier ist halt sehr, sehr klein. Ja. Aber so fürs Siedeln Stahl und für das Transportieren dann Energie. Aber für die, die in das Spiel investieren, ihre Zeit, dann ist es nach 2 Euro-Partien auch drin. Ja, aber du kannst immer noch vergessen. Das ist so, also nicht so böse wie bei Prager, weil wenn du was bei Prager vergisst, ist es ja eher zu deinem Nachteil. Ja? Wenn du hier was vergisst, ist es ja zu deinem Vorteil. Ja, bei Knarr, hier drin diesen Punktemarker vorschieben. Oh, so nervig. Das fallen ja auch Leute. Wir jetzt auch gar nicht gemacht haben, sind natürlich die Rückseiten hier. Und die sind halt natürlich dann schon nochmal, bieten schon nochmal viel Abwechslung. Also einfach so alt. Das sind dann auch die, danach kannst du dich auch so ein bisschen richten. Ne? So wie die, zu sehen wie die Anschaffungen bei Agricola oder sowas. Ja. Gut, wir sind in Kürze wieder da mit einer Speedpartie Karolingi. Macht's gut, bis bald. Tschüss.